Woche ist fast rum und ich freue mich erstmal, dass ihr da seid. Ja? 22 Uhr, Giga Games, wir haben tolle Themen, aber ich möchte gleich am Anfang erstmal mich bedanken. Und zwar bei einem Giga-Friend, und zwar der Anne. Die hat mir nämlich tolle Sachen geschickt, die ich gerne mal auch zeigen möchte. Zum Beispiel, ich fange mal hier an. Ja? Zum Beispiel hier ein sehr schönes Bild von Regie- und Help-Bereich. Kann man das sehen? Ich mache mal ein bisschen dunkler den Hintergrund. Sieht man das? Ja? Die Teletubbies. Auch sehr schön die Rückseite. Ja, sollte man nicht verachten. Und sie hat mir noch mehr geschickt. Sie hat mir geschickt ein Foto, ein Poster von Jennifer Lopez, von Meg Ryan. Und hier, mein Highlight, ja. Hier ein Riesenposter von Jennifer Lopez. Und jetzt passt mal auf, wenn man das umdreht, ja. Sascha! Sie hat sich extra von ihrem Sascha-Poster getrennt, um mir dieses Jennifer Lopez-Poster zu schicken. Und außerdem hat sie hier noch ein paar Leute gezeichnet. Ja? Können wir das mal zeigen? Zum Beispiel hier den Roman mit einem berühmten Zitat, lecker Sahne-Mumus. Oder hier den Jörg mit seinem berühmten Zitat, Fun-Spaß, Carsten Konze, verdammt ich als Bergheimer. Und noch einen kleinen Witz zum Mirko, den muss ich natürlich vorlesen. Und zwar, was ist der Unterschied zwischen Mirko und einer Damenbinde? Keiner, die Witze von Mirko sind genauso flach. Okay, der Witz würde natürlich auch zum PC-Bereich passen. Der war flach. Unsere Witze sind natürlich auch immer besonders flach, ja. Ballflach halten. So wie das Land im hohen Norden. Flach. Und, Ja, sag das, mir. Wir könnten eigentlich eine gute Überleitung machen. Deshalb, ich dachte, die kommt, das war geplant, aber du hast gar nicht gemerkt, wie toll diese Überleitung ist. Das ist wirklich eine fantastische Überleitung, denn wir können heute ein Spiel vorstellen, in dem man Land flach machen kann. Und zwar Siedler 4. Siedler 4 werden wir heute spielen. Und wir aber nicht nur. Nicht nur, wir haben noch was anderes. Tagesaktuell ist heute die NBA Live 2001 Demo rausgekommen. Gibt's auch bei uns auf dem Server zum Downloaden. Werden wir auf jeden Fall ein bisschen dribbeln und ein paar Dunkings machen. Tolle Themen im PC-Bereich. Auf jeden Fall. So. Ich bin bei den Consoleros angelangt und ihr habt natürlich auch tolle Themen heute. Denn ja, nicht nur im PC-Bereich. Wir haben definitiv tolle Themen. Vor allem sind unsere Witze nicht so flach. Genau. Darüber kann man jetzt streiten. Eine Sekunde, bleibt hier, nicht weg. Ich habe meine Karte nämlich hier gelassen. Ich fühle mich und vernachlässigt. Jetzt, so, da bin ich schon wieder. Puh. Boah, was für Themen ihr habt. Na gut, willst du was dazu sagen? Ach so, bevor ich doch mal, entspann dich, du bist total aufgeregt. Nein, Moment, okay, jetzt Jennifer Lopez. Nein, das ist Lacker, Sascha. Drück mal auf den Knopf, slow down. Das war, du wolltest heute noch einen Gruß rausschicken, ich glaube, an den Macher deiner Fanseite. Genau, www.carstenkonze.de ist online gegangen und sehr schöne Seite, kann ich allen nur mal empfehlen, da drauf zu gehen. Und www.carstenkonze.de. Carstenkonze.de. Super. Bin ich eigentlich der Einzige, der diese Sendung nicht benutzt, um irgendwie seine persönlichen Sachen in den Vordergrund zu schieben? Das liegt vielleicht einfach daran, weil du keine hast. Ich finde das auch nicht schlimm. Also, ich würde mich natürlich über eine freuen, aber ich finde es auch nicht schlimm. Und ich muss sie vor allem nicht... Naja, klar. Schön, dass ihr jetzt über eure Fanseiten gesprochen habt. Aber sagt uns doch bitte auch noch, was ihr heute in der Sendung macht. Nein, ich sag gar nichts mehr. Heute Thema PlayStation, ja? Blade. Jeder kennt den Film. Ja, nicht jeder, aber ziemlich viele kennen den Comics Film. Vor allem. Mit dem Daywalker und Comics. Mit dem Daywalker werden wir auch heute... Comics. Auf der PlayStation das Unwesen treiben. Nicht nur das, sondern ihr werdet auch noch ein Classic-Game wieder auf dem Super NES zocken. Und was das ist, werden wir jetzt noch nicht verraten. Solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben. Ich kann sagen, eines meiner persönlichen Lieblingsspiele of all times. Aber mehr wird noch nicht verraten. Platz 2 in Frankfurt. Genau, Platz 2 in Frankfurt. So, ich bin mein Tool-Team. Das hast du mir auf den Kopf getan. Echt, ich bewundere dich, dass das immer so krass steht. Ja, das ist eine magische Haargel-Mischung von unserer Maske. Mhm. Von der Vanya, die da irgendwas braut in ihrem Kesselchen und das schmier ich mir in die Haare. Und sie braut einige Sachen, glaube ich. Ich frage nicht nach, was drin ist, aber es hält und das ist die Hauptsache. Ja, Jungs. Bei mir gibt es heute Spaghetti Siedler 4. Wenn man das mal zeigen darf. Spaghetti. Das sind nicht wirklich Siedler 4 Nudeln, oder? Doch, das sind die Siedler 4 Nudeln. Also ich manchmal auch, fragt was man die Leute sich alles so einfallen lassen. In den Köpfen von irgendwelchen Spieldesignern zu. Bei Codemasters schicken sie uns eine Axt und ein Blutkissen. Blue Byte schickt uns Nudeln. Die echten, waschechten Siedler Nudeln. Und nicht zu vergessen, dieses krasse Morgenstern, ne? Den Morgenstern, genau, den guten Morgenstern von gestern, habe ich ja gestern schon gezeigt. Ziemlich hart. Ne? Krasse Sachen. Hast du auch was für mich heute, Roman? Nee, heute nicht. Heute mache ich mal so. Ja, gut, dann gehe ich jetzt heim. Nee. Ich habe heute die neue Version von Milkshape gefunden. Das ist das tolle Milkshape. Programm, mit dem man sich selber Modelle für Half-Life, für Unreal Tournament zum Beispiel oder auch für Nolf bauen kann. Mhm. Also ganz klasse Sache, das Ganze. Milkshape. Nicht Milkshake, sondern Milkshape. Shape. Genau. Okay.
Bevor du es abhaust. Ja. Mir gibt es nämlich noch den Patch zu Patricia 2 und den Patch zu Siedler 4. Ganz und wichtig. Natürlich die Sheets noch. Gerade raus und schon gepatcht. Der Jörg und der Roman wissen da sicherlich mehr zu. Alles klar im Help-Bereich. So. Oh, Stunden später. Ich warte hier schon seit mindestens 10 Minuten. Du Arme, aber... Ich bin ganz alleine heute. Deswegen müssen wir es erstmal... Ihr habt euch lang nicht mehr zusammen in der Sendung gesehen. Doch, gestern wart ihr zusammen. Gestern, vorgestern auch. Dienstag hatte ich frei. Dienstag hattest du frei. Ich muss jetzt aber erstmal Grüße loswerden. Marion Vanessa zu Hause. Schönen freien Abend, Melanie. Ich muss arbeiten. Scheiße. Wer ist Vanessa? Meine Freundin. Ach so. Die hocken jetzt gerade zu Hause und machen Tussi Dog. Oh ja, cool. Schön. Ja. Zu meinem Team. Ich guck mal, ob du eins und zwei zusammenzählen kannst. Fettsack und Huhn. Natürlich South Park und das bedeutet. Irgendwie Mohunjagd mit im Cartman? South Park-Stil. Nee, mit Kenny, nicht Cartman, aber er ist halt von South Park. Symbolisch genau. Kenny. Und zweites Thema ist Tetris, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Also nicht mit diesen langweiligen Blöcken, sondern mit so kleinen Fröschen. Ist ganz süß gemacht. Frosch-Tetris. Genau, so ähnlich. Aha, ja. Okay. Und was spielen wir heute in der Challenge? Ready to Rumble. Und ich würde sagen, wir gucken uns direkt mal das Zwischenergebnis an. Ne? Gucken wir mal. Etienne und Michael, hey. Hast du gehört, Michael? 33%, Etienne gegen Michael. Ich hab meine Brille nicht auf. Wie viel Prozent? 33%. Und wie viel hat der zweite? Von hier aus? 28. 28. Ich hab gute Augen. Das sieht ja, du hast echt gute Augen. Ja. Oder kann es sein, dass die Regie was ins Auge hat? Nein, ich sehe das. Okay, deutlich. Alles klar. Also 28%, 33%, das sieht gut aus für mich und mich. Was spielen wir? Ready to Rumble. Hast schon gesagt. Hab ich schon gesagt. Sorry, hab nicht zugehört. Ready to Rumble? Okay, gegen Michi. Das wird ja super. Alles klar. Toll. Ready to Rumble gegen den Michael. Nichts leichter als das. Das wären wieder auf jeden Fall zwei sichere Punkte für den Michael wahrscheinlich. Aber man soll den Tag ja nicht vor dem Abend loben. Wir haben wieder schöne Themen zum Ende der Woche und auch einige Neuigkeiten auf der Seite, auf die ich gleich noch näher eingehen werde. Bleibt auf jeden Fall dran. Auf der Seite geht es natürlich immer weiter auf giga.de. Siedler 4, sie sind endlich angekommen an deutschen Ufern, an weltweiten Ufern und die Siedlerei kann jetzt wieder losgehen mit diesen neu gemachten Charakteren, die sind ja komplett überarbeitet, würde ich mal sagen. Was bin ich eigentlich? Warte mal, ich bin... Eine Amazone, oder? Nein, ich bin Maya. Was bist du? Du bist Römer. Es gibt ja drei Völker, die Mayas, die Römer und die Wikinger. Und die Wildschweine. Und die Han Solos. Und die Darth Vader. Und die Kermits. Nein. Und die Playmobil. Und das dunkle Volk. Also es gibt Maya, Wikinger, Römer und das dunkle Volk. Es sind vier, wobei das dunkle Volk leider ein Non-Player-Character ist sozusagen. Man kann sie nicht spielen, aber immerhin. Stimmt, oder? Mit Cheat oder so? Mit Cheat. Also ich habe gehört, es soll im Multiplayer ziemlich unausgeglichen sein, wenn man die spielen könnte. Und deswegen kann man sie nicht spielen. Fast wie eine Harfe, ne? Ja. Leider gibt es zu Die Siedler 4 noch keine Demo, wie wir wissen. Oder wie wir nicht wissen. Gibt's nicht, oder? Nee, gibt's nicht. Gibt's nicht. Aber dafür gibt es heute eine Demo zu NBA Live 2001. Alle Sportfanatiker draußen mit einer langen Leitung. Mit einer dicken Leitung, wollte ich natürlich sagen. Die sollten sich am besten, die ist wirklich brandheiß. Die ist brandheiß und wir haben sie auch nicht auf irgendwo gefunden, sondern wir mussten wirklich lange im Internet suchen. Also die findet ihr, glaube ich, nicht auf sämtlichen Seiten, aber vor allen Dingen wichtig, ihr findet sie bei uns auf der Seite. 55 Megabyte klein oder groß, wie man es nimmt. Auf jeden Fall lohnt sie sich. Ich habe schon vorhin ein bisschen reingespielt und macht echt Bock. Geiler Soundtrack und das sind so richtige Hip-Hop-Lieder. Ne? Ja, so, ja, ist halt die richtige. Naja, EA, es ist alles EA, ist alles lizenziert. Die haben die gesamte Musikindustrie für das Lied lizenziert. EA wird irgendwann die Welt übernehmen, aber. Na gut, bevor wir jetzt in die Siedler einsteigen, noch ein paar Kommentare. Wir haben hier zum Beispiel von Osterei, Gott sei Dank, dass es die Fortsetzung gibt. Hi, ich denke, es wird langsam Zeit, Siedler 4 rauszubringen, da der dritte Teil ja nun langsam lästig geworden ist. Hoffentlich ist es nicht schon wieder so ein Hardwarefresser. Wir können ja mal die Packung anschauen. Ich habe es noch nicht ganz. Moment. Empfohlene Konfiguration. Also, wie gesagt, ne, minimale Konfiguration kann man gleich knicken. Empfohlene Konfiguration P3500, 128 MB Speicher, 32 MB Grafikkarte und 350 MB Festplatte. Schon nicht schlecht.
Für ein Strategiespiel sind das ordentliche Anforderungen. Ja, man muss ja immer davon ausgehen, dass die empfohlene Konfiguration meistens auch immer noch unter der Konfiguration ist, die dann von Zeitschriften oder Seiten eben empfohlen wird. Ja. Also ein Pentium 3 500 soll es dann schon sein. Damit also bin ich Leute, zu Hause schon disqualifiziert. Die Leute, die immer noch ihren P2 450 haben, der war wirklich eine High-End-Maschine war, die sollten so langsam ans Aufrüsten. Ich habe zu Hause ein P2 400. Tja, Junge, da bist du weit abgeschlagen. Hier, und dann haben wir noch einen Kommentar, der eckt ziemlich an damit, vom Bluter. Das Spiel ist zum, naja, zum was wohl? Ich war nie ein Fan von den Siedlerspielen, weil die Steuerung zum Kotzen ist und die Grafik auch. Also wie aufpassen, ne? Mit einem Namen Bluter sollte man nicht überall anecken, weil dann braucht man viele Pflaster. Das bringt mich wieder auf diesen Mirko-Witz. Echt? Ja, den mit der Binde. Naja. Okay. Warum? Hast du nicht zugehört? Nein, egal. Nee. War auch nicht so lustig. Aber wir haben auch einen passenden Vote und hier ist auch gleich ein Kommentar zu dem Vote. Erst den Kommentar von Dragonstar. Die Siedler 4 einfach zu wuselig. Hi Eddie, hi Honey. Mm. Also Honey und Nani. Muss ja nicht sein. Ey. Ich finde Siedler 4 zu unübersichtlich und man braucht ewig, um eine Stadt aufzubauen mit Armee. Ich kaufe mir eh AOE 2, also Age of Empires 2, weil man da schneller bauen kann, ohne Cheat versteht sich und auch Kriege besser aussehen. Hm, also, na gut, Kriege, da hätte man es die Krieger nennen sollen, nicht die Siedler. Die Siedler waren schon immer eine reinrassige Aufbaustrategie-Simulation, muss man nicht unbedingt so viel kämpfen. Aber was ich eigentlich gemeint hatte, war der Vote nicht mit wuselig, ich habe das mit knuffig verwechselt. Wir haben nämlich einen Vote zu den knuffigen Spielfiguren. Die Knuddel. Die waren ja, glaube ich, zumindest in den ersten beiden Teilen. Den dritten kenne ich jetzt nicht so gut, aber in den ersten beiden Teilen waren sie überhaupt nicht knuddelig. Na gut, da waren sie pixelig. Da waren sie vor allen Dingen auch pixelig, da hat man überhaupt nichts erkannt. Aber es ist natürlich schon deutlich, dass die jetzt sehr diese Knuddeloptik haben. Schauen wir mal, was haltet ihr von der Siedler 4 Knuddeloptik? A ist mir zu kindisch, B gefällt mir ganz gut, früher war alles besser oder passt super zum Spiel? Passt super zum Spiel. Hm. Ist eigentlich ziemlich ausgeglichen zwischen A und D. Also stimmt, da gehen die Geister auseinander, da scheiden sich die Geister, wie man so schön sagt. Ja. Spalten sich die beiden Parteien dieses Landes. Na gut. Ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze jetzt ein bisschen an, oder? Ja, wir starten einfach mal die Siedler 4, schauen ein bisschen das Intro an und dann machen wir auch gleich eine Kampagne. Hier, das Blue Byte-Logo. Ich habe gar nicht gewusst, dass Blue Byte sich auf einen Asteroiden bezieht. Also, naja. War mir irgendwie... Hätte gedacht, das wäre irgendwas mit... Mit? Mit Bits und Bytes. Heißt Byte irgendwas, was wir nicht wissen? Morbus, nee. Ich bin sehr enttäuscht. Du hast die Götter gegen mich aufgehetzt. Moment, hier. Er sieht ein bisschen aus wie Gargamel. Ja, wollte ich auch sagen. An seinem Mitleiden mit den Menschen ist er gestorben. Was soll dieser Unsinn? Ich versichere euch, das ist alles nur ein unglückliches Missverständnis. Ich frag mich bloß, warum die blonde Frau im Spiel ist. Du wirst verbannt. Verbannt? Die sieht aus wie die eine von Roger Rabbit. Wie heißt die nochmal? Ist das ein Problem für dich? Weißt du, wen ich meine? Das ist Walter! Gnade! So, also der böse Untergott Morbus wurde vom Obergott auf die Erde verbannt und ist jetzt sauer. Die hat große Ohren, die Frau. Schau, der verbrennt sich. Der verbrennt sich an der grünen Erde. Und jetzt? An der verbrannten Erde verbrennt er sich nicht. Ah, da fühlt er sich wohl. Ne? Aber echt, diese Frau, die erfüllt viele Zwecke aufspielen? In dem Spiel. Nein, aber die hat eine schöne Stimme, glaube ich. Das ist die Synchronstimme von Julia Roberts. So, machen wir eine Einführung? Nein, wir machen mal Einzelspieler. Und Schwierigkeit können wir hier zwischen dem muskulösen Computer und dem nicht so muskulösen Computer. Also echt, die Typen sehen aus wie die Mega-Wasserköpfe. Die sind alle auch so ein bisschen überernährt. Wir machen mal Kampagne, das dunkle Volk, Mission 1. Schaffen wir wahrscheinlich gerade noch die Einführung anzuschauen. Das ist echt wie die Schlümpfe irgendwie ein bisschen so, also von der Optik her. Fehlt nur noch Azrael. Überall, wo man hinsieht, grün. Aber jetzt ist Schluss damit. Kämpfe! Wie gesagt, sein erstes Ziel ist, die Erde kaputt zu machen. Das ist der Glöckner. Mit der fleischfressenden Pflanze auf der Schulter. Aber seht nur, Herr, seht doch. Seht nur. Also bei sowas kann man sich echt gut auch eine Cartoon-Serie vorstellen, oder? Mhm. Die es bald geben wird. Apropos, ja, es gibt doch auch das Siedler-Comic. Wo haben wir es denn? Haben wir das nicht hier irgendwo? Das haben wir ja auch mitgekriegt. Blue Byte, da haben wir es, hier. Da sehen wir es, Blue Byte Comic. Zeig's einfach mal. Eine seltsame Schwere ja, grad. In der Luft. Kann man das mal zeigen? So, jetzt haben wir hier ein Briefing von Julia Roberts. In denen der Boden schwarz und die Pflanzen verdorrt und verkrüppelt sind. Oh. So, und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt ganz schnell noch
die Spielgrafik an. Sehr schön. Die machen da richtig. Da ist sie! Die neue Siedler 4 Spielgrafik. Einen richtigen Siedlerkult machen die da draußen. Das Comic ist gar nicht so schlecht. Also. Hast du schon durchgelesen, natürlich, ne? Nein, aber so, was ich jetzt von den Zeichnungen sehe, also ist jetzt nicht so. Nicht so schlecht. So, jetzt wird noch einmal reingezoomt. Und wie der Zoom funktioniert und ob das Spiel gut ist, das erfahren wir vielleicht oder auch nicht später. Carsten hat sein rosafarbenes Hemd an und das bedeutet, wir haben fast Wochenende. Um 9 Uhr ist es bei uns soweit, bei euch vielleicht jetzt schon. Lehnt euch gemütlich zurück und genießt die Sendung. Und unsere Jungs dachten, so kurz vorm Wochenende müssen wir wieder mal beweisen, was wir alles so drauf haben. Und deswegen gibt es heute Ready to Rumble 2. Aber erstmal würde ich sagen, schauen wir uns die Highscore-Liste an. Etienne auf Platz 1 mit 11 Siegen. Ja, schon fast knapp gefolgt von Hannes mit 6 Siegen. Roman hat auch schon 4 Siege und Michael 3. Tja, für wen würde ich jetzt? Ich würde sagen für Carsten und Jörg vielleicht, aber ich zeige jetzt erstmal, wie das Ganze funktioniert, nämlich auf giga.de. So eben rüberjumpen. Auf dem Challenge-Button wählt ihr eure heutigen Favoriten. Ich entscheide mich für die beiden Consoleros Carsten und Michael. Und dann schauen wir uns auch direkt mal das Zwischenergebnis an. Etienne gegen Michael mit 33%. Wenn ihr das noch verändern wollt, geht auf giga.de auf den Challenge-Button. Ja, es regnet bei uns, ne? Aber ich glaube, jetzt momentan geht's noch einigermaßen. Unsere Wassergläser sind auch schon voll. Zur Freude unseres Magens. Ich schließe jetzt mal hier meinen Schirm. Oh ne, komm, ich lasse ihn offen. Ja, bei diesem Sauwetter hier rein. In Düsseldorf, ne? Ist wir haben echt Angst, Mitte. Dass es hier reintropfen könnte. Deshalb haben wir natürlich hier im Hellbereich schon mal vorgesorgt. Wenn die anderen nass sind, sind wir noch trocken. Ne? Ist das Hebe. Was? Wir haben uns geschützt mit Mützen und, genau. Und Regenschirmen. Wir sind geschützt. So, jetzt geht's nämlich weiter mit einem sehr coolen Programm. Hat zwar nichts mit Wasser zu tun, leider nicht, aber mit Milch. Ja. Milkshape heißt nämlich dieses tolle Programm, mit dem man sich selber 3D-Modelle erstellen kann. Für zum Beispiel Unreal Tournament, Quake oder auch Half-Life. Und heute ist eine neue Version, genau, Regenwasser schmeckt echt gut danach, ne? Eine neue Version 1.5 rausgekommen, dieses tollen Tools. Und habe ich euch natürlich gleich mal einen Artikel auf unsere Giga Games Help-Seite gestellt. Erstellt ganz eure trocken ist er. Eigenen 3D-Modelle. Und der ist wirklich sehr, sehr trocken. Ne? Ich kann den zum Beispiel mal hier mal zeigen. Wenn er offen ist, sieht der so aus. Und für sich wirklich noch sehr, sehr trocken. Also, ne? Also ich finde, er erinnert sehr dem Unreal Tournament, also den Unreal Editor, oder? Hat genau. Auch das haben eigentlich die meisten Editoren an sich, weil das sind ja die verschiedenen Ansichten, die ja, man klar. Hat. Also die Untersicht, die Obersicht, Gitter, die Seitensicht ohne und hier unten haben wir natürlich dann noch die 3D-Sicht. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal eine Kugel reinpflanze, ne, dann sehen wir hier, wie in allen Fenstern ein Objekt erscheint. Ne? Ganz große Klasse. Dann kann ich zum Beispiel auch einen Zylinder hier einbauen oder gleich mehrere Zylinder, ganz viele Zylinder, ne? Kann die auch verschieden positionieren. Aber jetzt mal meine Frage, wie sind die auf den Namen gekommen? Milkshape? Muss das ist eigentlich Grund eine sehr, sehr gute Frage. Ich denke mal, dass vielleicht waren sie irgendwie von Milch betrunken und deswegen sind sie auf den Namen gekommen? Ja, bei denen hat es wahrscheinlich auch viel geregnet, ne? Wasser vom Himmel, da haben sie sich gesagt, warum immer Wasser, warum nicht mal Milch, ne? Also nennen wir also uns, wenn ihr das wisst, Spekulation. Warum die auf den Namen gekommen sind. Genau, dann meldet uns. Hier haben wir dann, wie gesagt, die tolle 3D-Ansicht dieser Modelle und kann dann natürlich auch diesen Modellen verschiedene Farben und Texturen zuordnen. Also kann zum Beispiel hier selber den Jörg fotografieren, zum Beispiel das Gesicht von Jörg und dann dieses Gesicht auf die Kugel rauf platschen, texturieren, sage ich mal. Genau, und hier kann ich dann auch verschiedene Farben noch einstellen, zum Beispiel. Ne, das ist es nicht. Hier, genau. Dann kann ich hier zum Beispiel ein Giftgrün nehmen, so. Oh. Oder ne, ich komme ja nicht, nehmen Regen. Mach mal lieber Lila. Lila genau. Ist der letzte Versuch, nee. Deswegen nehmen wir Lila. Wir nehmen jetzt Regenblau. So. Na gut. Ja, hinzufügen. So, jetzt hat unsere Textur. Aber ist ganz dezent. Hat ein, ja, schon sehr, sehr
leicht eigentlich, aber schon einen ziemlichen Blauton drin. Man kann hier auch die ganzen Objekte dann joinen und gruppieren und so weiter und so fort. Man kann wahnsinnig viele Dinge damit machen. Ich habe es ja vorhin gesagt, damit kann man nicht nur Kugeln und irgendwelchen Zylinder bauen, sondern auch ganze Figuren. Und auf der Seite, die ich dann auch verlinkt habe durch den Artikel, seht ihr dann diese Resultate, die dann von Profis natürlich erstellt wurden. Hier zum Beispiel die Kate Archer von Nolf. Sieht doch ganz schön klasse aus, was man so mit Zylindern und irgendwelchen Vierecken und sonstigen Dingen alles machen kann. Ne? Also ich würde mal sagen, wenn ihr kreativ seid und mal eure eigene Kate Archer machen wollt oder wie die auch immer dann heißen mag, dann saugt euch das Ganze mal runter und seht es euch an. Ja, ihr Lieben, bei mir geht es heute um Blade. Wer kennt Blade nicht? Nicht nur durch den Kinofilm von 98, nein, es gab ja natürlich auch schon davor eine erfolgreiche Comicreihe, war eigentlich Blade. Das ist das Spiel, was jetzt für die PlayStation rausgekommen ist oder schon etwas länger für die PlayStation da ist, Blade, das Spiel zum Film. Und eigentlich wollte ich jetzt euch einen Trailer präsentieren hier, aber ihr seht ja, was passiert ist, Quicktime, also irgendwie... Weiß nicht, sieht irgendwie nicht so toll aus auf meinem Rechner. Ich glaube, das kann ich wieder schließen. Ach, du meinst, ich hätte das nicht löschen sollen auf dem Rechner? Ich glaube, das hat sich hiermit erledigt und wir sagen ganz einfach nur, verdammt. Michael, du wolltest auch was sagen, oder? Nö, ich dachte mir, ich setze mich einfach nur schlau neben dich und tue so, als ob ich was sagen möchte. Ach so, gut, okay. Das gelingt mir. Dann steigen wir jetzt aber trotzdem in das Spiel ein, wenn ich den Controller hier aus den Kabeln befreit habe, die hier so rumliegen. Ja. Ach so, hier steigt er gerade wieder automatisch in den Demo-Mode. Ich glaube, das sind die echt nur eingeführt, um arme Moderatoren bei Giga Games zu ärgern. Ja, echt. Diesen bescheidenen Demo-Mode. Da warten wir kaum gerade ein paar Sekunden ja. Und schon steigt er in diesen Demo-Mode. Das wollte ich doch jetzt zeigen, Mann. Dass sie grün werden? Echt. Ja, das ist ein Auto-Aim, was bei Blade eingebaut worden ist. So, ich gehe jetzt mal... Ah, das zeige ich euch vorher noch. Die Datenbank, das ist auch eine ganz interessante Geschichte. Da können wir nämlich uns Charaktere ansehen, Vampire ansehen und so weiter. Ich zeige das mal ganz kurz. Da gibt es hier Texte dazu. Rechts oben ein kleines Bild, wer das ist. Blade ist der Daywalker. Okay, das wissen wir ja. Ich wollte diese kleine Funktion nur mal zeigen. Hier können wir dann auch uns die verschiedenen Vampir-Clans anschauen. Ein paar Informationen zu diesen Clans und so weiter und so weiter. Sieht der Blade in dem Spiel denn wirklich aus wie Wesley Snipes aus dem Film? Das geht ja. Also es ist schon, geht schon in die Richtung. Und müssen wir gerade schauen, dass ich nichts falsch mache. Okay, also es geht schon in die Richtung. Du siehst auch hinten diese Tätowierung, die er ja auch auf der Hülle hat irgendwo. Ja, auf der Hülle. Auf der Haut. Im Film, auf dem Nacken. Hier sind wir übrigens, jetzt können wir mal ganz kurz ruhig sein. Entschuldigung. Den Sound ein bisschen lauter drehen. Es sieht wirklich nicht gut aus. Ein Monster. Das ist eine sehr schöne Sprache. Naja, wenigstens hält der ständige Regen die Straßen sauber. Die Gangs, die in letzter Zeit im Süden für Unruhe gesorgt haben, werden sich wohl auch unterstellen. Übrigens, nur um es nochmal zu erwähnen, die Polizei hat eine offizielle Erklärung abgegeben, in der eine Belohnung... Schau doch, war der natürlich nicht umsonst. Da nehme ich noch einer runter. Eigentlich ganz nett gemacht. Auf Bandenkriege zurückzuführen. Mit dieser traurigen Nachricht, passend zur regnerischen Nacht in der Stadt, gehe ich zurück zu Jill im Studio. Wir sollten den Vogel besser auf den Boden bringen, Phil. Hier oben ist es heute Nacht ganz schön unruhig. So, und jetzt gleich steigen wir auch schon in die erste Mission ein. Nach einem kleinen Ladevorgang, den wir mit einem Dialog mit meinem lieben Kollegen Michael überbrücken werden irgendwie. Weiß ich, wenn du dein rosa Hemd Freitag anhast, dann hab ich immer so... Geht weiter. Psst. Okay, Entschuldigung. Die Musik finde ich übrigens ein bisschen, naja, Geschmackssache halt. Aber in dem Film war ja auch ziemlich krasse Musik. Whistler, hörst du mich? Laut und deutlich. Das magische GPS gibt eine Position an. Das magische GPS, oh mein Gott. Das magische? Das ist ja echt alt. Hatte der Herr einen angenehmen Flug? Der Service war lausig. Wo, sagt dein Kontakt, sind die von Espers? Sie haben sich am Ufer irgendwo bei den Lagerhäusern eingenistet. Du musst zu den Docks und dann geht es immer geradeaus. Ganz genau. Ist sonst noch was? Ich bleib an dir dran und melde mich bei dir, wenn du dich dem Ziel genähert hast. Fängt jeder Level mit so einer Kamerafahrt an? Also du hast zwischendurch auch immer wieder diese kleinen Zwischensequenzen. Wo ich es eigentlich toll gefunden hätte, wenn man da
eine Filmsequenz oder was Ähnliches gemacht hätte, hätte ich eigentlich ziemlich gut gefunden. Man bekommt am Anfang immer diese Tipps hier eingeblendet, was eigentlich ziemlich praktisch ist, um in das Spiel zu finden, weil die Steuerung doch recht kompliziert ist, aber man hat hier wirklich jeden einzelnen Knopf ausgenutzt. Jetzt kriegen wir wieder einen kleinen Tipp hier. Und zwar geht es hier um das Auto-Aim mit R2, was die Figuren grün schimmern lässt. Das sehen wir jetzt im Hintergrund nicht ganz, aber gleich ein bisschen besser noch. Achtung, gleich kommt hier wieder einer hinter der Kiste hervor. So, jetzt schimmert er aber ganz deutlich grün. Da haben wir dieses Auto-Aim angemacht. Das ist eigentlich ziemlich praktisch hier in dem Level. Die Gegner lassen natürlich auch immer Gegenstände fallen, wenn wir sie erledigt haben. Auch hier hat er mir jetzt wieder einen Tipp gegeben, wie ich auf die Truhe drauf komme. Jetzt hier haben wir wieder was bekommen, und zwar war das jetzt ein Energiebooster, der uns den Balken unten, den Energiebalken, wieder auffüllt. Mit der Triangle-Taste kommen wir hoch, können also springen. Hier ist auch noch jemand drin, da ist auch Vorsicht geboten, jetzt muss man gerade gucken, da ist er auch schon. Zwischendurch muss der Daywalker auch mal nachladen. Und das kann manchmal ganz schön unangenehm werden. Die Schüsse sehen wir übrigens unten unter dem Energiebalken. Jetzt habe ich nur noch 2 Punkte, Achtung. Und jetzt sollte ich vielleicht mal aufhören zu schießen, weil sonst habe ich keine Munition mehr. Könnte helfen, ja. Jetzt habe ich gerade wieder Munition aufgenommen und auch ein Medikit. So, ich habe mich am Anfang die ganze Zeit gefragt, wie nutze ich dieses Medikit? Ich bin hier in das Menü gegangen, bin auf Inventar gegangen und habe hier verzweifelt nach einem Medikit gesucht. Alles Blödsinn, da könnt ihr direkt wieder rausgehen, braucht ihr gar nicht zu versuchen. Denn das Medikit liegt auf R1. Mit R1 seht ihr jetzt schon links, blinkt zum Beispiel dieser Energiebooster. Jetzt können wir mit den Richtungstasten ein anderes Item auswählen, zum Beispiel ein Medikit, was uns wirklich ziemlich viel Energie wiedergibt. Oder halt einen dieser Energiebooster. Ich nutze den jetzt mal. Man muss dann auch gleichzeitig immer noch die R1-Taste gedrückt, die L1-Taste gedrückt halten. Das heißt, jetzt drücke ich auf X und schon habe ich wieder volle Energie. Alles klar, und jetzt kann es weitergehen. Aber nicht zu vergessen, oben auf diesem Schrank sehen wir noch ein Medipack, was, glaube ich, das wir uns jetzt holen werden. Mit X. X ist eine Multifunktionstaste, das heißt, wir können damit nicht nur schießen, sondern auch klettern, Knöpfe drücken, Schalter umlegen und so weiter und so weiter. Halt, was so bei einer ordentlichen Multifunktionstaste so dazugehört, ist alles dabei hier. Was ich auch eigentlich sehr gut gelöst finde, da die Tastenkombination eh schon ein bisschen kompliziert ist. So, wieder das Auto-Aim an, Medikit, Geld aufnehmen. Nachher gibt es auch Punkte, wo ihr mit dem Geld euch Munition kaufen könnt. So, jetzt kommen wir in den Raum rein, müssen das erste Mal einen Schalter umlegen. Ich wechsle jetzt mit L2 die Waffe, nämlich mein Schwert. Und hier treffen wir jetzt das erste Mal auf einen Vampir. Ich rück das jetzt hier kurz weg, damit wir das noch sehen können. Umdrehen. Hier ist der erste Vampir, den wir hier treffen. So. Den erledigen wir besser mit dem Schwert und nicht mit der Pistole, weil das bringt nichts und gibt einem meistens nur einen Neustart. Wir schauen uns gleich weiter und weitere Levels, wollte ich sagen, weitere Levels zu Blade an. Und natürlich auf giga.de liegt mein Artikel. Micha und Etienne lagen eben noch mit 33% vorne. Ich hoffe, dass es dabei geblieben ist. Schauen wir uns das Endergebnis mal an. Etienne gegen Michael 32%. Ich schnapp jetzt mal die beiden Teufelskerle. Hey, gabelt euch mal und kommt zu mir in die Mitte. Ich bleib gegabelt. Ja, Micha und Etienne. Geil, geil. Und haut euch gleich so richtig schön auf die Fresse, ihr beiden. Ich weiß gar nicht, ich hab's, glaube ich, völlig verlernt. Ich kann's gar nicht mehr. Kannst nicht mehr? Nee. Du aber doch. Ich werd zu nervös. Wer zockt denn gleich wen ab? Ich bin mal gespannt. Ich weiß gar nicht, wer das von euch beiden besser kann. Ich bestimmt nicht, aber... Dann du, ja? Micha muss gewinnen. Ja, du brauchst mal Punkte. Ja, du brauchst echt Punkte. Du musst den Arsch mit Ohren mal ein bisschen verteilen. Nein, ich finde, weißt du, es ist ein Generationswechsel. So. Ein Generationswechsel steht bevor, der Arsch mit Ohren geht zurück. Ich meine, kommt zu dir. Du willst ihn nicht mehr haben, oder was? So ein großes Geschenk kann er nicht annehmen. Nein, also ich möchte ihn schon total gerne haben und freue mich auch immer wieder, wenn ich ihn jeden Morgen beim Betreten also des Studios sehe. Immer für Michael voten, immer. Und jetzt könnt ihr gespannt sein auf Ready to Rumble. Der Gamesflash am 16. Februar.
Michael Jordan auf eurem Monitor. Endlich geht es wieder um Slam-Dunks, 3-Punkte-Würfe und massenhaft Stimmung. Ihr könnt nämlich jetzt NBA 2001 Probe spielen. In der Demo des EA Sportspiels könnt ihr immer wieder ein Viertel des Spiels Indiana Pacers gegen LA Lakers spielen und den One-on-One-Modus mit Michael Jordan antesten. Wie in jedem Jahr wurden auch diesmal die Grafiken aufpoliert, die Steuerung überarbeitet und neue Features hinzugefügt. Die Vollversion des Spiels ist in den USA schon erhältlich. In einigen Wochen können wir auch die deutsche Version kaufen. Mit Vollgas den Berg hinab. Zur Schlittensimulation Ski-Doo X-Team Racing wurde jetzt eine erste spielbare Demo-Version veröffentlicht. Darin könnt ihr dann auf einer Strecke das Verhalten der motorbetriebenen Rennschlitten testen. In der Vollversion habt ihr natürlich mehrere Schlitten und Strecken zur Auswahl und könnt sogar Multiplayer-Rennen gegen menschliche Mitspieler bestreiten. Das ca. 13 MB große File bekommt ihr natürlich am bequemsten bei uns in der Download-Area. Basketball einmal anders. Nachdem unter dem Label EA Big bisher nur SSX Snowboarding erschienen ist, folgt nun ein actiongeladener Basketballtitel. Unter dem Titel NBA Street wird es möglich sein, mit individuellen Basketballern auf Hinterhöfen gegeneinander anzutreten und in 5 Spielmodi verschiedene Goodies freizuspielen. Das Spiel ist eindeutig auf den Spaß ausgelegt. Wer Interesse an einer ernsthaften Simulation hat, sollte zum bald erscheinenden NBA Live 2001 greifen. Am 20. April wird NBA Street für die PlayStation 2 erscheinen und wir werden es dann ausführlich testen. Außerdem Roger Wilco's Spyware, der Patch für Delta Force Land Warrior und Freeware, Freeware, Freeware. Das alles und mehr auf giga.de. So, Giga Games Challenge, die erste Runde Ready to Rumble gibt's heute. Das heißt, heute wird poliert, die Fresse poliert. Micha, du hast gerade eben gesagt, du warst schon seit 2 Wochen nicht mehr im Challenge. Meinst du nicht, du hast es schon total verlernt? Ja, ich glaube, ich bin dem Druck nicht mehr gewachsen und werde mich... Ich lege mich einfach weinend an oder soll ich für dich spielen? Die Challenge ist gleich hier, ja, bei den Sofern und setz dich einfach rein und nimmst Joypad, zockst ein bisschen, das ist ganz einfach. Oder ich spiele für dich. Da wächst es rein. Ich schau mal. Holt für dich einen Sieg. Fangen wir direkt mal an. Ja, willkommen in meinem Wohnzimmer. Hier fühlt sich schon richtig heimisch, bitte, ne? Bitte keine Flecken in meine Couch. Rotz noch schön auf den Sessel. Hier riecht's auch schon überall nach Etienne. Ja, so gut. Ja, teilweise kann man ja froh... Nein, ich meine, das wäre jetzt unfair, aber... Etienne wechselt ja sehr oft sein Deo. Und überrascht uns eigentlich jeden Tag mit neuen Duftvarianten. Nivea Sensitiv. Wusstest du nicht, dass du Axe benutzen musst? Kennst du die Axtwerbung, ja, wo jede Frau scharf wird? Ja, aber ich meine, es ist ja so, guck, die Jungs haben ja mit mir diskutiert. Erst habe ich dieses... Ah, übrigens, jetzt, wo wir schon die Namen genannt haben, Fahr stellt auch ein tolles 8x4. Schleichwerbung, hier gibt es keine Schleichwerbung. Es gibt noch ganz viele andere. Mein Bug ist ein Bug, super. Unser Bug Rexona ist auch toll. Also es gibt echt viele tolle Deo-Marken. Wollte ich nur mal so... Jetzt haben wir sie, glaube ich, alle. So, jetzt gibt es Boxen, jetzt gibt es hier keine Schleichwerbung mehr. Ist ja echt beeindruckend, was man hier so zu sehen kriegt. Jetzt will ich eine richtig fette Schlägerei sehen. Zack! Voll konzentriert, Michael. Soll ich den Etienne ein bisschen ablenken, oder? Ja, bitte. Oh, Etienne Mäuschen. Hab ich dir schon gesagt, wie gut du heute aussiehst? Was? Ich hasse dieses Spiel. Dieses Spiel ist so blöd. Echt. So scheißen blöd. Blöd. Ich weiß nicht. Vielleicht raff ich es auch einfach nicht. Findest du es wahrscheinlich nur blöd, weil es für dich immer so schnell vorbei ist, oder? Ich weiß. Nein, das glaube ich nicht. Ach ja. Zack. Voll drauf. So bin ich schon wieder K.O. Weiß ich auch nicht. Vor allem, guck mal, es verschwimmt vor deinen Augen. Recht fix. Gut finde ich aber, dass der Schiedsrichter hat Gummihandschuhe an. Ich finde das Spiel echt klasse. Zock! Etienne, wehr dich doch mal, macht doch so keinen Spaß. Oh, Michael. Oh, das ging jetzt irgendwie sehr schnell. Micha, der Sieger. Erste Runde, das heißt schon wieder ein Sieg auf der Highscore-Liste. Wow, ich lose nur noch ab in dieser verdammten Challenge. Super, Micha, ich bin stolz auf dich. Ich habe damit gerechnet. Und ich glaube, der Etienne, der zieht jetzt schon ein langes Gesicht. Tja, ob der Etienne auch die zweite Runde verlieren wird, ich weiß es nicht. Meinst du, komm mal her, Michael. Meinst du, du gewinnst auch die zweite Runde, ja, ne? Deswegen würde ich nämlich sagen, ihr müsst jetzt gleich wetten auf giga.de auf dem Challenge-Button und 2-0 für Michael wetten. Boah, ich glaube, dass Michael auf jeden Fall 2-0 schafft. Sicherer Tipp. Und mit etwas Glück gewinnt ihr dann dieses tolle PC-Spiel Heroes Chronicles. Ich drücke euch die Daumen.
Hätte ich nicht gedacht. In unserem Comments-Forum geht es echt ab, und zwar eher gegen die Siedler 4. Ja? Also bei 300.000 Vorbestellungen in deutschen Landen, das, ich weiß nicht, das, was machst du da eigentlich, Etienne? Ich spiele mit Kermit. Okay, also was ich sagen wollte, nicht stören. Okay. In deutschen Landen eines der meistverkauften, wenn nicht das meistverkaufte Spiel überhaupt. Und unsere Giga-Friends da draußen finden es nicht so toll. Wir haben zum Beispiel Fred Durst, 69, ist das Game überhaupt Fred richtig Durst. Neu? Fred Durst? Das ist der Sänger von Limp Bizkit. Echt? Ja. Oh. Limp Bizkit höre ich auch ab und zu, aber dass der so heißt? Ja. Heißt der auch 69? Nee. Das heißt, es gibt schon 68 andere Giga-Friends, die auch so heißen. Nein, es kann auch sein, dass der Jahrgang 69 ist oder 69 Jahre alt ist. Oder noch was anderes. Oder 69 könnte noch was anderes heißen. Weiß jetzt gar nicht was. Ich finde, dass die Entwickler gegenüber Siedler 3 nicht allzu viel geändert haben. Die Grafik ist nicht sonderlich verändert. Und das Gameplay ist auch wieder dasselbe. Ich bin der Meinung, dass Blue Byte keinen fünften Teil rausbringen sollte, da es von Teil zu Teil immer schwächer wird. See you, Fred Durst. Fred Durst. 69. Tja, das ist seine Meinung. Er hat anscheinend die anderen Teile gespielt. Ich muss ja zugeben, ich habe den ersten auf dem Amiga gesehen, habe ihn aber nie energisch gespielt. Ist das schon so lange her? Siedler 1? Natürlich. Siedler 1, ich weiß es gar nicht mehr. 1990 oder? Echt? 91? 10 Jahre schon. Mann. Tja. Die Zeit vergeht. Golfbälle auf zwei Beinen. Also ich finde, diese Golfbälle auf zwei Beinen machen das Feeling völlig kaputt. Er redet natürlich von den Figürchen. Ich fand die Siedlerteile, die realistisch waren, viel besser. Naja, ich kauf's mir nicht. Viel Spaß noch beim Spielen. Danke. Und ich muss dazu sagen, die anderen waren nicht so realistisch, die waren nur grafisch noch nicht so ausgefeilt. Da konnte man noch nicht erkennen, dass es Golfbälle auf zwei Beinen sind, ja? Mittlerweile kann man. Wie gesagt, das waren halt einfach Pixelmännchen. Hier haben wir von Kruste noch was. Ich habe Siedler 2 geliebt und habe mir dann auch Siedler 3 gekauft, doch ich hatte nicht lange Spaß dran, denn das Spielprinzip ist dasselbe wie beim zweiten Teil, nur dass es beim dritten keine Straßen mehr gab und man die Einheiten steuerte. Das war nämlich neu, da war viel mehr Wert auf Krieg gelegt. Und man konnte auch so richtig mit den kriegerischen Einheiten sie anklicken und irgendwo hin steuern, was ja früher nicht der Fall war. Ich denke, dass der vierte Teil den Vorgängern sehr, sehr ähnlich sein wird. Das macht einfach keinen Spaß mehr. Krustes Meinung. Dann haben wir noch eine von Ding Chavez. Wo habe ich mir überlegt? Ding Chavez. Der kam, glaube ich, in irgendeinem Tom Clancy-Buch vor. Hm? Ding Chavez, ist das nicht oder aus Young Guns? Nee, der hieß auch Chavez. Naja, egal. Ist ja egal. Ihr werdet keine Ruhe finden. Verdammt, verdammt, verdammt. Warum stellt ihr so einen vor? Warum zockt ihr nicht mal was von Operation Flashpoint? Werdet ihr von Blue White geschmiert oder was? So ein Gummimorgenstern wird euch ja wohl nicht von so einem Spiel überzeugen. Ihr habt doch bestimmt noch mehr bekommen. Willen Autos, wie viele? Nein, haben wir nicht. Du, warte mal, Regie. Könnt ihr mal mein Porsche Siedler Edition draußen wegfahren? Ich glaube, der steht im Halteverbot, ja? Vielen Dank. Ja, also. Nein, wir haben nur diesen Gummimorgenstern gekriegt. Wir kriegen das übliche Pressematerial von Blue Byte. Also Willen und Autos nicht, nur fette Urlaube. Ja. Und jeder eine Privathostess, aber ansonsten nicht, dass uns das beeinflusst. Kauft Siedler! Kauft Siedler jetzt! Die haben jetzt schon genug, die haben 300.000 Vorbestellungen gehabt, das reicht schon. Komm, wir spielen jetzt ein bisschen. Siedler ist mein Lieblingsspiel, Siedler ist mein Lieblingsspiel. Etienne, ich weiß schon, dass du... Was denn? Dass du ein schmieriger... Siedler ist mein Lieblingsspiel. So, ich wollte jetzt sagen, wie der Zoom funktioniert. Also, entweder mit der Radtaste oder mit beiden Tasten gleichzeitig und dann können wir, zack, so richtig den Leuten auf den... auf den Kopf schauen. Ich kann gerade nicht gucken, zoomen. Ich muss meinen Siedler-Comic lesen. Hier haben wir zum Beispiel eine Getreidefarm. Der Typ baute gerade Getreide an. Das ist wirklich nett. Die Animationen sind wirklich knuffig. Welches ist eigentlich deine Lieblingsspieleschmiede in Deutschland? Also meine ist Blue Byte. Meine ist... Hey, wir haben dieselbe Spieleschmiede, cool. Warte mal, aber ich muss jetzt hier ganz dringend eine Wasserwerk bauen, denn sonst funktionieren meine Schafe nicht. Lass mich mal ein paar Schafe züchten, Etienne. Ja, schüchte doch. Das habe ich ja gedacht, die Landschaft lässt sich nicht verändern, weil die sieht doch ziemlich detailliert aus, aber die ist dreidimensional. Wir können mal an den Hasen ranzoomen. Aber der Hase ist ein Bitmap, ja? Der weiß es nur nicht. So wie wir nicht wissen, dass es noch was Höheres gibt als uns. Schau, und die Landschaft ist dreidimensional. Hase, meinst du jetzt als PC-Bereich oder als Mensch? Als Mensch. Ach so, ja gut. Ja. Wollten wir nochmal fragen. So, und jetzt kommen natürlich wieder die Bausiedler und bauen ganz automatisch hier, wenn man genug Rohstoffe hat, mein Wasserwerk. Dazu brauche ich 3 Steine und 3 Holz. Ich habe es aber noch nicht anliefern lassen. Es dauert noch ein bisschen. So, aber wir können mal unsere Grenzen erweitern. Das ist nämlich, glaube ich, neu, dass man die auch mit Pionieren erweitern kann. Ich muss mal gerade auf meine Siedleruhr gucken. Wie viel Uhr ist es denn in der Siedlerwelt? Ja, so. Schau, wir müssen jetzt erstmal ein paar spezialisierte Einheiten bauen. Zum Beispiel den Pionier. Wie viel willst du denn? Ah, nimm 5. Okay, dann können wir gleich hier drauf klicken. Jetzt haben wir 6, dann machen wir wieder einen weniger. So, 5. Das ist doch nett. Können wir mal schauen, ist schon einer fertig? Sicherlich nicht. Ich will die Pioniere. Nein, noch nicht. Wir brauchen nämlich die Pioniere, um dann diese roten, na,
die rot markierte Grenze hier um unser Gebiet herum zu erweitern. Wir können aber auch Türme bauen. Warte mal, wir können mal einen Turm bauen. Na, wo haben wir sie denn? Hier, bei den militärischen Einheiten natürlich. Da! Das toll. Ganze ist natürlich echt ziemlich langatmig. Für uns hier ist es nicht so toll zum Vorstellen. Nein, das, so darf man das nicht sagen. Das ist, wir haben nur kurz Zeit und weißt du, so ein Gebäude allein zum Aufbauen dauert, was weiß ich, 10 Minuten. Und da kann man nicht viel vorstellen. Das ist schade. Hier haben wir zum Beispiel schon ein paar Militäreinheiten. Schau! Haha. Die hören sogar auf mich, alle anderen nicht, die ich bisher so habe. Was soll ich mit denen machen? Soll ich mal rausgehen und... Du... Warte mal. Ach, nicht das Karnickel. Nicht? Nein. Dann das Karnickel. Na, ich meinte eigentlich allgemein kein Karnickel vielleicht. So. Na, den Giftpilz. Ja, sonst den fressen die armen Karnickel den Giftpilz und... Nee, da ist ein Fisch im Fluss. Schau mal, hier. Den kriegst du nicht. Das machen sie auch nicht. Was ist eigentlich der Sinn des Spiels? Nicht, dass ich das nicht wüsste bei meinem Lieblingsspiel Siedler, aber ich will das einfach nochmal fragen, damit ihr da draußen auch die Möglichkeit habt. Der Sinn des Spiels ist, Schafe zu züchten, die in die Metzgerei zu schicken, sie dann zu Fleisch zu verarbeiten, das Fleisch in die Minen zu schicken. Dann kommen mehr Steine aus den Minen und dann kannst du auch mehr Eisen produzieren in den Minen. Die Eisenerze kommen dann in die Schmieden, in den Eisenschmieden, in den Eisenschmelzen, werden sie dann geschmiedet, dann geschmolzen, dann werden sie geschmiedet und wenn sie dann in den Eisenschmieden fertig sind, kommen sie dann in die Werkzeugschmieden und dann kannst du Werkzeuge bauen. Die Werkzeuge kannst du dann deinen spezialisierten Siedlern geben. Mit den spezialisierten Siedlern kannst du dann... Ja, nee, weiter. Hey, du hörst mir überhaupt nicht doch, zu. Doch, doch, Schmiede und Schafe. Genau. Habe ich so, ja. Ist hängen geblieben. Okay. Schauen wir mal, ja, jetzt haben wir endlich ein paar Fironien. Jedes Mal, wenn ich das Wort Schmiede sage, ja, dann kommt ein dummer Kommentar vom Tonschmied. Ja. Fühlt sich irgendwie immer angesprochen. Ich weiß auch nicht warum. Aber schau mal, das ist doch ganz niedlich gemacht. Vor allem, du siehst ja jedes Holzbrett, jede Säge auf dem Boden rumliegen, jeden Fisch. Schau, hier sind ein paar Fische. Ja, wie gesagt, ich bin also echt großer Fan von dem Spiel und ja. Wir haben nur einfach die Zeit immer nicht, weißt du? So, und die erweitern jetzt meine Grenze. Das ist richtig. Ne, was macht der denn? Der betet? Wieso legen die sich jetzt nach Mekka und beten? Ne, machen sie nicht. Schau mal, was macht der denn? Der buddelt Gras. Mit den Füßen. Was macht der denn? Der wischt sich das Gesicht mit Sand. Nein. Der buddelt. Hä? Naja, auf jeden Fall erweitert er meine Sandaletten zu. Ist mir ja egal, was er da macht. Interessiert mich ja nicht. Schau, und hier haben wir zum Beispiel ein paar Steinvorkommen. Die baut hier gerade der Steinmetz ab. Ach ja. Ein super Spiel. Ja, das ist auch super. Ja, sag ich doch die ganze Zeit. Und das wir werden es auch noch ein bisschen öfters zocken. Wir werden jetzt natürlich heute aus aktuellem Anlass NBA live zocken, aber Siedler wird auf jeden Fall nochmal angezockt. Tolles Spiel. Was Furchtbares ist passiert! Michael, was ist es? Und wir geben ab an den Außenreporter Michael Neudert. Ich bin am Ort des Geschehens. Muss feststellen, nach dem Challenge, als ich mir gedacht habe, ich gucke doch mal, wie es dem Arsch mit Ohren geht, ist mir etwas Schreckliches aufgefallen. Und zwar möchte ich eure Aufmerksamkeit auf diesen Fingerabdruck lenken. Wer kriegt ihn drauf? Carsten? Weg, 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 weg. Dieser Fingerabdruck beweist, jemand hat an meinem Arsch rumgefummelt. So, jetzt möchte ich gerne mal den vermutlich... Ah, hier sind sogar noch die Flecken drauf. Das ist der Fleck, der stammt noch vom gestrichenen Geländer in meiner Wohnung. Also da war das Geländer gestrichen und ich habe es nicht gewusst und habe da... Ich habe ein Alibi. Ich werde gleich mal einen Lügendetektortest mit dem Herrn Etienne veranstalten und ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, denn dieses schreckliche Verbrechen muss aufgeklärt werden. Damit gebe ich zurück an Carsten Konze. Vielen Dank, Michael Neudert im NBC Giga-Studio. So, wir machen jetzt weiter mit Blade. Michael, wir machen weiter mit Blade. Ja. Wir kommen jetzt von kleinen Männchen, die siedeln und Schafe auf die Weide schicken, um sie zu schlachten. Weißt du, immer diese Kindergrafik bei dem PC da, ne? Dieses Bunte, dieses Kindliche, so ohne... Ja, echt. Naja, kann ich ja nicht. Ich meine, da freue ich mich, dass wir hier doch im Konsolenbereich ein bisschen härter zur Sache gehen. Genau. Heute geht es nämlich echt ein bisschen härter zur Sache, nämlich mit Blade. Toi, toi. Und wir machen jetzt weiter. Da schalten sie richtig ja die PCler ein. Ja. Ohne Kantenglättung. Ja, harte Kanten. Oh. Das Geile ist, keiner hört die. Mach einfach weiter. Genau, die Mikros von denen sind ja gar nicht offen. Und es interessiert uns ja auch gar nicht. Ne? Denn wir machen jetzt weiter mit Blade. Wir erinnern uns, ich musste gerade hier diesen Schalter umlegen, hier vorne, damit ich jetzt hier vorne weiterkomme im Level. Und gleichzeitig, als ich den Schalter umgelegt habe, kam hier hinter mir ein Vampir raus. Das ist übrigens der erste Vampir, den man trifft hier, oder auf den man trifft im Spiel.
Und den sollte man tunlichst mit dem Schwert erledigen, denn wenn man darauf schießt, bringt das eigentlich gar nichts. So, wir gehen jetzt zurück. Unten rechts sehen wir übrigens unsere Geldanzeige, $32 haben wir jetzt. Nachher gibt es einen Punkt im Spiel, wo wir dieses Geld zum Einsatz bringen können und können uns Munition für unsere Waffen kaufen. So, dieser helle Punkt hier im Spiel ist auch sehr, sehr wichtig. Leider gibt es nicht allzu viele davon. Ich hätte mir echt ein bisschen mehr gewünscht. Das sind nämlich Speicherpunkte. So, ich kann jetzt hier auf Ja gehen oder auf Nein. Und da ich jetzt unter meinem alten Kürzel laufe, überschreibe ich jetzt nicht meine Speicherdatei, gehe auf Nein und gehe weiter. Diese Punkte auf jeden Fall zum Speichern sollte man sich vormerken. So. Ein kleiner Ladevorgang, aber die sind wirklich nicht allzu lange. So, hier jetzt mit L2 wieder die Waffe wechseln auf die Pistole. Wir schauen mal, wenn wir jetzt hier die Richtungstasten oben und unten drücken, wechseln wir, wie gesagt, die Waffen. Und wenn wir gleichzeitig nach rechts oder links gehen, wechseln wir die Munition. So, was nachher noch zum Tragen kommt. Das nur zur Info, zur Steuerung. Jetzt hier warten wir kurz, da kommt auch schon der Erste. Ich muss sagen, Hintergrund, so die KI ist ja bei dem Spiel jetzt auch nicht so wirklich überragend, oder? Ich habe jetzt auch einen einfachen Schwierigkeitsgrad genommen. Das kann man natürlich gerne härter spielen. Wer es härter mag, der kann es auch härter spielen. Ich habe jetzt auf das Schwert gewechselt, denn diese unbewaffneten Typen mit irgendwelchen Stangen in der Hand, das sind meistens die Vampire. Ich habe jetzt wieder Geld und Munition aufgenommen für meine Pistole, einen Energiebooster und weitere Munition. Jetzt geht's hier die Treppe hoch. Na, hin und wieder bleibt man irgendwo hängen. Obwohl die Steuerung eigentlich nicht schlecht ist, hat man wieder diese typischen kleinen Ausschenker. So, jetzt muss ich kurz hier noch schnell die Waffe wieder wechseln. Du kennst das Level aber schon relativ auswendig, kann das? Ja, ich will den Leuten ja auch zeigen, wo sie aufpassen müssen. So, da kommen jetzt übrigens zwei Leute. Jetzt habe ich mit dem Auto-Aim nicht gewartet, jetzt habe ich wieder Geld aufgenommen. Hier gibt es ein weiteres Medikit. Ich sag's nochmal, Medikits bzw. Ausrüstungsgegenstände mit L1. Jetzt habe ich hier, sehen wir hier, nichts ausgewählt in dem kleinen Kreis. Rechts oder links können wir halt unsere verschiedenen Gegenstände auswählen. Ich nehme jetzt mal wieder so einen Energiebooster, um den Energiebalken wieder ein bisschen in die Höhe zu treiben. Achtung, schwupp, da ist es passiert. Ich habe wieder volle Energie. So, weiter geht's. Durch die Tür hier durch. Auch hier ist Vorsicht geboten. Denn meistens verstecken sich die Gegner hier hinter den Ecken. Ich habe auch gar keine Munition mehr, sehe ich gerade. Da sollte ich vielleicht mal mit L1... Ah nein, Quatsch, jetzt habe ich selber einen kleinen Fehler gemacht. Also die Steuerung ist doch recht üppig. Die Munition wechseln mit L2. Ab in diesen Raum. Hier ist auch schon der Erste, den wir erledigen müssen. Und Achtung, hier im Zug sitzt der Zweite. Wenn man das weiß, ist natürlich kein Problem, die zu erledigen, ganz klar. Hier wieder die Munition aufnehmen. Man muss schon sagen, dass die Level sehr dunkel und düster gehalten sind, sodass man teilweise echt Probleme kriegt, den Weg zu finden. Aber man kann ja seine Brightness ein bisschen höher drehen am Fernseher und dann geht das auch meistens. So. Jetzt muss ich mal gerade schauen, wo wir sind. Okay. Wir gehen jetzt hier. Ach, hier ist übrigens wieder ein Speicherpunkt. Ah ne, das ist ein Regenerationspunkt. Es gibt verschiedene Punkte, wo wir uns regenerieren können. Ich gehe natürlich auf Ja jetzt. Ganz klar. So, was auch noch wichtig ist, es gibt auch noch weitere Punkte in dem Spiel, die so ähnlich aussehen. Da könnt ihr übrigens auch das Geld zum Einsatz kommen lassen, wovon ich eben gesprochen habe. Wenn ihr in solche Räume reinkommt, einfach erstmal auf R2 drücken, dann habt ihr das Auto-Aim on. Und das bringt schon ziemlich viel. So, jetzt erfahren wir hier, dass die Konsole keinen Strom hat. Nicht unsere Konsole, sondern der Schalter hier braucht natürlich Strom. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal den Generator in Bewegung setzen. Oh, warte, ich glaube, ich erinnere mich an den Teil. Genau. Wir sollten da echt vorsichtig sein, denn hier kommt, glaube ich, jetzt... Ich wusste es doch. Selber habe ich nicht aufgepasst. Auf jeden Fall müssen wir erstmal jetzt hier... die Treppen runter. Auch hier wieder. Eigentlich fast auf jeder Etage haben wir einen Gegner. So, auch hier wieder. Nein, so. Hier doch nicht. So was. Das hätte ich ja fast zu viel versprochen. So, jetzt gleich kommen wir an den
den Schalter, den wir umlegen müssen, um Strom auf die Konsole zu bringen. Alles böse Vampire, die wir hier plätten. Oh, jetzt muss ich gerade schnell die Waffe wechseln, denn hier, das ist ein Vampir. Und während du die Waffe wechselst, bleibt er aber in Pausenmodus, oder? Ja, genau, das finde ich auch sehr gut, dass man dann da einen Pausenmodus hat. Dann kann man nämlich einige Verletzungen ausschließen. So, jetzt habe ich wieder Strom. Wie es gleich weitergeht, was passiert, wenn wir den Schalter umlegen? Das erfahren wir erst gleich in meinem nächsten Take. Ihr könnt jetzt auf giga.de gehen und meinen Artikel durchlesen. Der ist nämlich ziemlich lang geworden und ausgiebig. Da gibt es auch ein paar Sachen zur Steuerung. Also bis gleich. Schwester Melanie hat mich heute einfach dreisterweise ganz allein gelassen. Unverschämt, aber ich gönn's ja. Ein Tag Urlaub ist auch nochmal nicht schlecht, hatte ich am Dienstag ja auch. Aber ich dachte mir, auf diesem großen Frühentfernsofa, ich ganz allein, das geht gar nicht. Und deswegen habe ich mir drei nette Kollegen eingeladen. Zum einen, wo ist das Schildchen? Kalle, das ist meiner. Zum anderen der Zwillingsbruder Rüdiger, der ist von Melanie. Und zum dritten habe ich noch Cartman, der steht symbolisch für South Park. Und die drei zusammen ergeben das Spiel, was ich euch jetzt vorstelle. Nämlich Moorhuhn Candy. Und das zeige ich euch jetzt direkt mal. Da dreht sich alles um die Moorhuhnjagd. Nur anstelle der Moorhühner sieht man jetzt gleich die ganze Zeit den Kenny. So, nette Musik ist, glaube ich, auch dabei. Ich mache mal ein bisschen lauter. Sie haben Kenny getötet. Nettes Lied, ne? Oh mein Gott. So, meinen Namen muss ich nur mal eben eingeben. Zack, und dann kann es auch schon losgehen. Also Spielprinzip ist natürlich genau das gleiche wie bei der Moorhuhnjagd auch. Nur, dass ihr seht jetzt hier den Kenny, den ich jetzt hier gnadenlos abschießen werde. Den kann man auch abschießen. Es gibt, glaube ich, 25 Punkte. Ist auch ähnlich wie bei der Moorhuhnjagd. Die weit entfernten geben 25, die ganz nahen geben nur 5 Punkte. Gucken, was das hier gibt. Einfach mal sinnlos drauf losschießen. Gibt mich leider gar keine Punkte. Ich habe auch zu diesem Spiel einen kleinen Boot vorbereitet. Den zeige ich jetzt auch gleich noch mal kurz. Also viel passiert hier eigentlich gar nicht, nur die Landschaft ist ein bisschen anders. Eine Winterlandschaft. Aber jetzt zeige ich euch mal eben kurz den Boot, wenn es funktioniert, wenn ich aus dem Spiel rauskomme. Einfach ein paar Mal die Escape-Taste drücken. Sie haben Kenny getötet. Kenny getötet. Oh, ich glaube, das dauert zu lang. Ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Ich komme da nicht raus. Tja, der Boot war zu dem Spiel, aber das Ergebnis kann ich euch jetzt leider nicht zeigen. Aber das Spiel findet ihr natürlich auf giga.de auf dem im Free and Fun Bereich, habe ich einen Artikel für euch geschrieben. Und das Ganze könnt ihr euch da direkt downloaden. Viel Spaß! Wir brechen gleich die letzte Stunde Giga Games in dieser Woche an und in dieser Stunde erwarten euch nochmal richtig tolle Themen. Und zwar im PC-Bereich geht es jetzt weiter mit NBA Live 2001 und der Demo-Version, die ganz aktuell bei uns im Download-Bereich liegt. Sehr fett, ich werde das gleich antesten. Und im Konsolenbereich gibt es weiterhin Blade mit Carsten und außerdem noch ein Classic-Game. Es wird noch nicht verraten, was es ist, aber auf jeden Fall ein tolles Spielchen, kann ich schon mal sagen. Im Help-Bereich wird sich der Jörg jetzt beschäftigen mit Siedler 4, aber nicht wie wir zocken, sondern den Patch und Cheats dazu vorstellen, wie ich das verstanden habe. Gell, Jörg? Cheats, richtig? Super. Und im Free-and-Fun-Bereich wird die Angela Moorhuhn-Kenny vorstellen, oder hat sie das gerade? Gut, dann wird sie jetzt als nächstes Atollfrosch-Tennis, Tetris vorstellen. Siehst du, ich bin doch perfekt vorbereitet. Jedenfalls, auf der Seite geht es natürlich noch weiter und da haben wir auch ein Novum. Und zwar, wenn ihr mal links unter der fetten Dattelwiese, diese Schuppe, wie wir es so schön sagen dazu, seht, Landplan, ja, klickt einfach mal da drauf und dann öffnet sich ein neues Fenster, nicht dieses hier, sondern dieses hier. Es gibt bei Giga jetzt den LAN-Plan. Der LAN-Plan ist ein, wie der Name schon sagt, ein Plan, wo ihr Informationen findet über LAN-Partys in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz. Ihr könnt euch dort eintragen, wenn ihr eine Party macht oder eine Party sucht. Angenommen, ihr macht eine Party. Das muss kein fettes Ding sein mit 2000 Mann. Es kann auch irgendwie eine kleinere Party sein.
25 Mann zum Beispiel, dann könnt ihr euch hier eintragen und ihr habt vielleicht noch 3-4 Plätze frei. Veranstaltungsname, URL natürlich, Termin, Dauer, von wann bis wann das Ganze geht. Wie viele Teilnehmer, zum Beispiel bis 30, bis 750 oder mehr. Könnt noch ein bisschen was dazu schreiben, wo das Ganze stattfindet. Mindestalter zum Beispiel hier, ja, auch sehr wichtig. Außerdem könnt ihr dort noch Infos geben, welche Spiele gezockt werden und was noch für Zusatzleistungen geboten werden, zum Beispiel Parkplätze, Duschen, Catering, Striptease und so weiter. All das könnt ihr dort eingeben, dann abschicken und am Montag wird es dann richtig losgehen mit dem LAN-Plan. Dann könnt ihr sehen, wo in Deutschland, in Österreich und der Schweiz fette LAN-Partys stattfinden. Ein sehr fettes Feature. Des Weiteren, ganz kurz noch zur Daddelwiese. Immer wieder kommt die Frage, wann endet das Ganze, wann wird es aufgelöst? Enden tut die Daddelwiese, die Winwiese, am Sonntag. Ihr solltet auf jeden Fall nochmal drauf gehen, damit ihr noch fette Preise gewinnen könnt. Und nächste Woche, Montag, im Laufe des Tages werden auf giga.de dann die Gewinner bekannt gegeben. Also nutzt die Chance, nochmal fette Preise abzustauben. Bis Sonntag, Nacht um 12 Uhr, habt ihr noch die Chance dazu. Roman, was haben diese beiden Sachen auf sich bei der Siedler 4? Also die Nudeln und diese Schwingkeule. Das hier, denke ich, ist um die vielen kleinen Siedelchen totzuhauen, die einem böse auf den Geist gehen. Und das hier, was ist das? Das sind Nudeln. Das sind Schweinenüdelchen. Das ist bestimmt für Leute, die gerne mal Schweinefleisch essen würden, aber das nicht können, weil sie vegetarisch zum Beispiel veranlagt sind. Das ist ein sehr gutes Argument. Aber ich würde lieber sagen, die Keule ist sind für die Leute draußen, für die Gamer, die so lange auf Siedler 4 gewartet haben und jetzt nach einem Tag kaum ist das Spiel draußen schon den Patch sich saugen müssen. Das ist Service. Ja, ne? Das ist also ich finde, das ist frustrierend, das ist das. Also so nach einem Tag schon gleich ein Patch da raus und den muss man sich jetzt saugen mit 4,47 Megabyte. Das kostet wieder Geld. Was, da wird schon wieder Geld. Ja, 4,47. Kleinvieh macht auch Mist. Und die Nudeln, für was sind die dann? Die sind dann bestimmt, um den Frust runterzuschlucken. Genau, den Frust runterzuschlucken. Weil das ist ja schon ärgerlich. Ne? Das Spiel ist kaum draußen und dann kommt schon wieder ein Patch hinterher. Und dieser Patch ist wirklich wichtig, also dringend notwendig. Wenn ihr auf Giga Games in meinen Artikel geschaut habt, guckt ihr mal in den Help-Bereich rein, dann findet ihr unter anderem ausführliche Infos über diesen Patch, weil er behebt gerade so diese Missions, also die Missionen manchmal waren so ungerecht und die werden jetzt besser ausgeglichen, also die, wie sagt man denn da? Die Schwierigkeitsgrade. Ja, genau, das ist das perfekte Wort, weil das war manchmal so unfair in dem Spiel teilweise und vor allen Dingen die Stabilität, weil das Spiel ist öfters mal abgestürzt, kann ja auch mal passieren, aber öfters zu viel ist auch nicht gut. Mit diesem Patch wird das behoben. Natürlich noch ein paar andere kleine Kram, gerade so im Multiplayer-Bereich, so die Bugs, die davor kamen, sind jetzt weg. Aber 4,47 Megabyte nach ersten Tag gleich so hinterherwerfen. Ich glaube, der war schon in der Mache, wo das Spiel noch gar nicht draußen war. Wahrscheinlich, ja. Denke ich mir mal. Und die haben sich wahrscheinlich gedacht, ach, naja, sollen sie auch ein bisschen wieder mal im Netz rumsurfen. Die haben vorhin den Patch gemacht und danach dann das Spiel. So, zuerst machen wir jetzt mal einen Patch und danach noch das Spiel rundherum. Kann ja, muss ja irgendwie so. Kann das, so schnell kann man den Patch nicht rausbringen. Gar nicht mal schlecht. Zu den Cheats. In dem Artikel findet ihr auch einige Cheats. Also was heißt, das sind nur einige, sondern nur zwei. Wenn wir mal jetzt in das Spiel reingehen, und zwar klicken wir da jetzt nochmal auf Start. Diese Sheets, beheben, ich bin schon wieder mal noch bei dem Patch. Nämlich, es ist ja unfair, Sheets, ich weiß, aber wenn andere viele nicht weiterkommen bei dem Spiel, in höheren Missionen oder so, dann kann man nämlich in dem Spiel mit dem Sheet-Mode, nämlich da weiterkommen, einfach die Mission beenden. Und dann gehen wir jetzt mal einfach in das Spiel rein. Einzelspieler. Ja, nehmen wir mal jetzt hier dritte Mission, so als zwischendurch. Haben auch schöne, also das Spiel hat auch seine positiven Seiten. Diese Sequenzen finde ich auch sehr, sehr schön gemacht. Aber das trotzdem dieser Patch ist halt ärgerlich. Ne? Mhm. Wollen wir jetzt dieses Intro anschauen? Das ist ja so. Ja, gucken wir das mal an. Ne? Also ich finde das ja schon schön gemacht. Da haben sie ja sich Mühe gegeben. Ich denke mal, die Sequenzen werden immer beim Spiel als erstes gemacht, bevor das Gameplay rankommt. Also das ist ja fast in jeder Firma das Gleiche. Die Mission, da geben, also diese Sequenzen geben sich die meiste Mühe. So, gehen wir jetzt mal dieses Spiel rein. So, die Frau, jetzt wollen wir diese Julia Roberts, wollen wir uns jetzt nicht anhören. Weil die Stimme ist was denn? Julia Roberts. Die Stimme ist wie von Julia Roberts. Ja, dann wollen wir uns die natürlich anhören. Wir wollen ja jetzt den Cheat machen. Also jetzt zeigen wir dem mal den Cheat hier. So, dazu müsst ihr einfach Enter drücken. Dann kommt hier unten so ein Textfeld. Dann drückt ihr die 1 mit Shift. So, also Ausrufezeichen. Dann WSQA. Halt, habe ich mir jetzt verschrieben. Halt, wo ist mein, genau, WQSA, genau, jetzt habe ich es. Normal.
WQSA. Genau, dann steht dann Cheat aktiviert. Und jetzt machen wir nochmal dann schnell da einfach WIN, also Win. Und sie haben gewonnen. Das ja, ist doch was. Das macht ja überhaupt nicht mehr Spaß dann, ne? Ja, aber für die Leute, die es unbedingt nutzen wollen, deswegen guckt auf giga.de. Jetzt geht's richtig rund. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Und zwar geht's rund mit sowas hier. Mit einem Basketball. Wir können das Ganze mal gerade demonstrieren. Wir werden jetzt gleich spielen. Unser armer Körper muss wieder herhalten, so. Unser Malträtierter. Ja? Das geht ungefähr so. Das Basketball. Ja? Und dann kommt der Jordan-Move hier so. So. Wow, der Korb reißt ab. Nein, der Korb, okay. Dann so, und dann so bleibt er erstmal so ein bisschen hängen und dann. Das Glas splittert aus der. Super. Ihr seht, wie viel Spaß man mit einfach so ein bisschen Klebeband und einem abgelutschten Kermit haben kann. Man braucht gar nicht viel Geld für Hardware ausgeben. Ja, man kann auch noch ohne. 2,50 im Baumarkt, irgendwie Werbegeschenk auf dem Krabbeltisch oder bei Woolworth, ja. Und schon habt ihr euer NBA live zu Hause. Ja. So. Und auch 2001. Genau. Und jetzt haben wir natürlich auch ein Vote zu diesem Spiel. Vorausgesetzt, ich finde den Mauszeiger, wo ist er? Na? Bin ich doof? Ich glaube, der funktioniert auf deinem super tollen Mauspad nicht. Das Pad ist in der Tat geil, aber irgendwie will die Maus nicht. Dann rutscht das Ganze jetzt einfach ein bisschen da weg. So, da ist er. Und zwar, hier findet ihr erstmal den Artikel. Logischerweise, it's crunch time, baby. 2001 Demo von NBA Live. He's on hier fire. Klickt ihr drauf, kriegt ihr die Demo. 55 Megabyte ist das Ding groß. Er hat natürlich schon wesentlich schlechtere und größere Demos. Ja, das stimmt. Und ich kann das Ganze empfehlen, ihr werdet es gleich sehen. Und es gibt auch ein Vote. Ja? Und zwar hat mich interessiert, was ihr, es gibt ja zahlreiche EA-Spiele und man würde mich jetzt einfach mal interessieren, welche EA-Sportreihe euch am besten gefällt. Ja? Und da habe ich verschiedene zur Auswahl gestellt. Zum Beispiel die NBA-Reihe, die wir gleich sehen werden in den neuesten Teil, die FIFA-Reihe, die Madden-Reihe, die NHL-Reihe oder die PGA-Reihe. Ich erinnere nochmal an unsere großartige Golfpartie mit Tiger Woods. Ja. Wahnsinn. Ich nehme, schwere Sache, NBA, NHL. Ich nehme mal NHL. Ich bin echt NHL-Hockey-Fan. Ich hätte jetzt NBA gesagt. Na, so. Aber ja, ich weiß schon, was die meisten Leute da draußen sagen. Es ist echt schwer. Ja, ich kann es mir auch schon fast vorstellen. Ja, da zeichnet es sich ab. 50% genau sagen die FIFA-Reihe. Glatt, 50. 20% sagen NBA. 5% sagen Madden. 23% sagen NHL. Und 1% sagt immerhin, Golf. Ich bin Berufssohn, ich spiele Golf. Ja, das ist eigentlich logisch. Ich meine, in Deutschland ist ein Fußballland. Ja, das ist naja, die. Klar. Es ist echt. Also, ich meine, immerhin 43% sind immerhin für US-Sportarten und 50% FIFA, ja, ist auch super und ich sag mal, Fußball ist halt groß in Deutschland und in Amerika wäre wahrscheinlich FIFA, aber 1%. Ich denke mal, NBA und Madden würden sich da streiten. Ja, Madden ist natürlich 5%, ist eigentlich ein super Spiel, aber ist natürlich, wer kennt schon die Football-Regeln wirklich, außer wirklich den Football-Freaks. Ja, außer vielleicht der Georg hier, ne? Also mir macht es auch großen Spaß, aber ist halt wirklich was für Freaks. Na gut, ich würde sagen, genug gelabert. Genau, los. Dank Lass mal ein uns bisschen. Endlich mal ein bisschen Dankbarkeit zeigen. Bin ich mal auf der Seite von NBA.com. Ja, habe ich mal ein bisschen mich gerade informiert über die aktuellen, Statistiken. Sehr schön zu sehen. Zum Beispiel hier Kevin Garnett, einer meiner Lieblingsspieler. Naja. Genug gelabert, wie schon gesagt. Der Desktop ist heute aber echt spartanisch. Ja, ich habe gesagt, heute mal ein richtig sexy Bild. Ja. Ganz in weiß. Das ist ein weißes Bild von, also das ist Britney Spears nackt, weiß auf weißem Hintergrund. Deshalb kann man es jetzt nicht erkennen. Natürlich hat das Spiel wieder sämtliche Lizenzen und ich bitte euch jetzt mal ganz besonderes Gehör dem Soundtrack zu schenken. Sehr geil, wie ich finde. Also ich finde richtig cool meine Musik, ja, das so geht schon so in meine Richtung und bringt dann gleich in die richtige Hubstimmung. Ich würde sagen, wir fangen an mit einem One-on-One. Sehr schön, diese Option, One-on-One.
Losers Out, lassen wir alles mal so, die Einstellung, Rookie. Wir können in der Demo leider nur die beiden Spieler wählen, eben Kevin Garnett, Timberwolves und Michael Jordan, ausrangiert. Aber trotzdem, sehr schön, ich nehme Michael Jordan, warum nicht? Wenn man schon mal die Möglichkeit hat, mit His Ernest zu zocken. So, jetzt wird erstmal um den Ballbesitz geschossen, Michael Jordan fängt an. So. Sehen wir es. Das ist jetzt irgendwo mitten im Ghetto, ne? Ja, irgendwo mitten in den Straßen der Bronx. Der Ghetto-Buster auf der Bank. Ja, und hier so leichte, man sieht da links oben, sieht man so leichte Kratzer schon im Boden und jetzt geht's los. Kevin Garnett ist natürlich auch ein super einfacher Spieler. Ist halt nur zwei Köpfe größer, aber da habe ich den Ball. Und einer der Dunk-Monster überhaupt der NBA. Aber was ich auch sehr schön finde, man kann jetzt hier richtig diesen, richtig Moves machen. Du musst auch empfehlen, das mit dem Gamepad zu spielen, ne? Ja, also welche Alternativen gibt es mit Tastatur? Ich weiß nicht. Ich glaube, die Profispieler spielen FIFA-Soccer mit, habe ich einen Bericht gelesen mit Tastatur, weil man damit irgendwie schneller läuft. Na? Was, da läuft man schneller? Angeblich schon, ja. Aber ich weiß es auch nicht so genau. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Und Fake und Schuss und nicht drinne. Schlecht. Kannst du ihn noch faulen? Mach mal. Oh. Erstmal Rebound holen. Na? Den habe ich. Aber es gibt gar keine Sprecherstimme, die gibt es dann in der Folge. Ja, das ist ja auch Rookie, die Regie regt sich schon wieder auf, wie schlecht der Computer ist. Ich habe ja auch den leichtesten Schwierigkeitsgrad, ja. Ihr würdet natürlich All-Star nehmen, ist ganz klar, aber ich muss ja erstmal hier ein bisschen punkten, sonst ist er langweilig, wenn das hier nur noch in Gefaule ausartet. Die Polizei? Die Polizei kommt. Ja, toller Rebound. Ich tue schnell die, naja, gut. MJ, der trifft ja echt nichts. Fake, und er fällt immer auf meinen Fake rein und drinne. Check, na, komm. Was ist der Unterschied eigentlich zwischen dem vollen roten Kreis und dem... Das ist die Zone, nennt man das. Da darfst du nur 3 Sekunden drin stehen. Nein, nicht. Unter deinem Spieler. Ach so. Ja. Ja, wenn ich einen Ball hab, dann wird der Kreis so voll. So. Also für die ganz Blöden. Ich hab Ball. Jetzt fass mal auf, wie ich den jetzt verarsche. Ich hab Ball, konkret. Guck mal hin, wie ich den jetzt verarsche, ja? Warte. Links antäuschen, rechts rüber. Oh, scheiße, falsche Taste. Na, so. Ah, ja, nicht schlecht. Siehst du, hast du gesehen? Das klappt übrigens auch. Ich habe ja 6 Jahre lang Basketball im Verein gespielt. Und ich habe echt viele Sachen gemacht. Ja, ich bin halt Sportskanone, Carsten. Ja. und das klappt übrigens wirklich beim Streetball. Einmal Finte vorbeiziehen, links Korbleger, ich als Linkshänder, kein Thema. Sollt ihr mal probieren? Gleich gibt es ein 5 von 5 mit NBA Live 2001. Michael nimmt wieder so den Mund voll, ja, das ist unglaublich, ja, unglaublich. Vor allen Dingen glaubt dir das doch keiner, Michael. Ich fasse es überhaupt nicht. Ich meine, ich könnte jetzt ja sagen, worum es geht. Aber wir lassen das. Genau, es geht nämlich um PC-Spiele und wir als Konsoleros dürfen ja gar nicht zugeben, dass wir auch PC-Spiele spielen. Genau, bei mir geht's weiter mit Blade, was wir eben schon fein angespielt haben. Fein. Und wir machen auch gleich ein bisschen weiter, aber zuerst bin ich in den Comments-Bereich gegangen. Habe mir einige Sachen rausgesucht, unter anderem auch von The Sinister. Der ist immer fleißig. Der ist tatsächlich immer fleißig, The Sinister. Oh Gott, was hat man mit den Synchronstimmen nur gedacht? Naja, man hätte doch ein wenig Geld in die Original-Synchronstimmen der Schauspieler investieren können, denn unter Synchronisation leidet das Spiel ungemein. Denn Blade klingt irgendwie wie ein Lurch, der sich im Blecheimer übergibt. Also da hätte man was ändern können. Ich weiß zwar nicht, wie sich ein Lurch anhört, der gerade in den Blecheimer kotzt, aber ich muss ihm da so ein bisschen recht geben, denn so ein paar fette und dickere und voluminösere Stimmen hätten dem Spiel wirklich gut getan. Das stimmt. So, dann hatte ich noch ein paar andere Sachen. Gehen wir mal weiter runter. Hey, das ist ganz schön viel geworden. Ich glaube von The Gent war es? Nein, warte mal. Ach, jetzt habe ich es nicht gefunden. Ich hätte es mir vielleicht doch merken sollen. War es der Eunuch? Ich glaube, es war der Eunuch. Eunuch 100. Für Fans des Films sicher gut, aber sonst. Ich muss ganz ehrlich sagen,
dass mir Blade nicht sehr gefallen hat. Das Leveldesign zu dunkel, die Steuerung und die Grafik konnte mich nicht überzeugen. Als Fan des Films in die Rolle des Daywalkers zu schlüpfen, macht aber trotzdem Spaß. Jedoch hatte ich mehr erwartet, schreibt er. Zum Punkt Leveldesign muss ich ihm auch ein bisschen recht geben, denn die Levels sind wirklich ein bisschen dunkel gehalten. Wie gesagt, wenn man da die Brightness am Fernseher nicht höher dreht, dann kann das schon manchmal zu argen Problemen kommen. Aber die Steuerung finde ich eigentlich schon gelungen. Und deswegen wollte ich euch jetzt nochmal auf die Steuerung eingehen im Spiel. Die, übrigens hat Etienne gerade eine Mail bekommen, wie wir gehört haben. Ihr erinnert euch, ich hatte gerade jetzt den Schalter umgelegt, um wieder Strom in dieses Gebäude zu pumpen, damit ich gleich den nächsten Schalter umlegen kann. So, ich wollte jetzt aber noch mal ganz kurz die Steuerung durchgehen. Und zwar, die Shoulder-Buttons sind ja alle belegt. Einmal mit R2 können wir zwischen den verschiedenen Waffen wechseln. Und bei der Pistole können wir mit rechts und links auch noch eine andere Munition auswählen. Also wirklich nicht schlecht gelöst. Mit L1 können wir verschiedene Gegenstände auswählen, wie zum Beispiel ein Medikit, was ich jetzt mal mache. Achtet mal auf den Balken unten. Schwuppdiwupp, habe ich wieder volle Energie. Auf R2 haben wir ein Auto-Aim, was wir jetzt leider nicht sehen können. Und auf R1 können wir Strafen. Also wie gesagt, die Tasten hier wirklich voll und ganz ausgekostet. Auf der Kreistaste haben wir einen Tritt, den wir jetzt nicht so ganz gut... Ich gehe mal wieder ein bisschen ans Licht. Auf der Kreistaste haben wir hier Kicks, die wir machen können. Und so weiter und so weiter. Auf Viereck noch schlagen, das hatte ich noch vergessen. Auf Triangle springen. Und die Multifunktionstaste X natürlich nicht zu vergessen. Ich habe überhaupt keine Waffe in der Hand, sehe ich gerade. Deswegen nehme ich mal wieder die Pistole mit den Carbon-Geschossen. So. Wir befinden uns jetzt wieder auf dem Weg nach oben. Wie gesagt, ich habe jetzt hier wieder Strom in diesem Gebäude. Das heißt, ich kann den Schalter umlegen. Ich nehme aber erst noch dieses Medipack hier mit. Ich hatte ja gerade eins genommen. Beziehungsweise benutzt. So. Und ich muss auch sagen, dass die Dunkelheit in den Levels natürlich auch ein bisschen was mit der Stimmung im Spiel zu tun hat. Denn dieses ganze Genre ist halt einfach düster gehalten. Das war auch im Film nicht sehr viel anders. Und deswegen denke ich, ist es einfach nur ein gut gemeinter Effekt, den die Leute hier einbauen wollten. Was aber vielleicht doch ein bisschen nach hinten losgegangen ist. So, jetzt hat sich das hier geöffnet mit dem Auto-Aim. Ihr seht schon, der Typ da hinten, der müsste jetzt eigentlich, da ist er grün. So, der ist aber nicht alleine, da sind direkt drei Leute. Die muss ich jetzt hier erledigen. Die lassen natürlich auch alle wieder was fallen. Für mich Munition unter anderem. Und hier, jetzt schaue ich mal, dass ich die Strafe-Funktion mal einsetze. Kann man sich schön halt auch um die Türen straven. Oh, ich habe keine Munition mehr? Ne, ich musste nachladen, okay. Das Nachladen macht er übrigens automatisch, da braucht ihr nichts großartig zu ändern oder irgendwelche Tasten zu drücken. Das geht also wie gesagt von alleine. Ein Energy Drink. Was auch wichtig ist, links die Anzeige, ich nehme mal gerade das Schwert in die Hand. Links die Anzeige über dem Medikit, das ist unsere Energieanzeige. Wenn ich jetzt heftig mit dem Schwert rumsäble, ich mache das mal. So, dann seht ihr, geht diese Anzeige runter. Und somit werden auch meine Schläge immer weniger effektiv. Das heißt, mit voller Energie mache ich natürlich auch vollen Schaden. Und meine Schwertschläge kommen voll zum Einsatz, ganz klar. So, ich nehme mal trotzdem lieber jetzt mal die Pistole. So, hier hinter diesem Zaun, den wir hier sehen, finden wir noch weitere Medikits und Munition. Ich gebe jetzt trotzdem mal weiter. Ups, da bleibt man wieder irgendwo hängen. Auch diese kleinen Ladevorgänge zwischendurch, wie gesagt, nicht allzu lange, finde ich okay, kann man mitleben. Oh, jetzt habe ich wieder, oh ja, richtig. Jetzt sollte ich vielleicht auf das Schwert wechseln. So, das ist mir nämlich auch passiert. Ich habe hier abgespeichert, als ich hier reingelaufen bin beim ersten Mal, habe den Typen nicht gesehen und irgendwann bin ich gestorben, bin wieder regeneriert worden, genau an diesem Punkt und hatte den Typen genau im Rücken. Und das war nicht so gut, weil dann bin ich nämlich direkt schon wieder gestorben. So viel zu Blade. Wir werden uns gleich noch unserem Super NES Klassiker widmen und darauf könnt ihr euch jetzt schon freuen. Strafe.
Fresse ist das wieder hier? Es hat gerade Jörg ein neues Ohr bekommen, wie wir dem aber sagen. Aber funktioniert das, weiß man nicht, ne? Können wir mal ja, testen, ob es funktioniert, das funktioniert. Funktioniert? Es funktioniert. Prima, es funktioniert schon. Wir haben zwar nicht alles immer gleich am Anfang, dich. Aber wenn wir mal was haben, dann funktioniert es auch einwandfrei. Und einwandfrei scheint auch, ey, toller Übergang, einwandfrei scheint auch der Chip von Nvidia, dieser neue Go-Chip, GeForce 2 Go, zu funktionieren in dem neuen Toshiba Notebook aus der Satellite-Serie, also Satellite 2805. Das ist jetzt dieses neue Notebook von Toshiba, das am 21. Februar erhältlich sein wird. Und der ist ja eben, wie gesagt, bestückt von Nvidias GeForce 2 Go-Chip, diesen revolutionären Mobile-Chip, mit dem man dann auch 3D-Spiele zocken kann. Ne? Also, wie gesagt, LAN-Partys und genau. Ich bin mit meinem Laptop hier, ne, aufklappen, installieren und das Ganze funktioniert. Das ist schon eine tolle Sache. Und hier wurde jetzt dieser Chip mal auf Herz und Niere getestet. Dann haben wir hier mal eine kleine Übersicht, was denn alles mit dem Chip angestellt wurde. Hier sehen wir auch das tolle Notebook von Toshiba. Und dann bekommt man hier dann auch gleich schon eine kleine Übersicht, was kann denn dieser Nvidia GeForce 2 Go Chip alles? Hier haben wir meine tolle Abbildung dieses Chips. Ne? Wir müssen ja auch noch erwähnen, das wird jetzt in diesem Testbericht nicht drinstehen, dass der Nachfolger von dem schon kommt, dieser 100 und 200er. Genau, also das sind ja schon weitere Chips geplant, wie man sich es eigentlich nicht anders gewöhnt ist von Nvidia. Ne? Kaum haben sie den einen Chip draußen, steht schon der nächste vor der Tür. Aber also, die sind schwächer, genau. Aber dafür günstiger, ne? Also ja. Damit aber können sie natürlich auch die Konkurrenz. Die haben halt Angst vor ATI, sag ich. Genau, obwohl ja, kommen ja später noch dazu, ne? Weil die haben ja kein T und L, was dieser Chip nämlich unterstützt. So, dann haben wir hier nämlich auch die Möglichkeit von diesem TwinView, das ist jetzt auch ganz neu für Notebooks, dass man dann dasselbe Bild auf zwei verschiedenen Monitoren darstellen kann und auch unterschiedliche Bilder, also gerade so für Business-Leute, die irgendwelche Präsentationen machen wollen. Ne? Auf diesem Bildschirm sehen wir das erste Quartal und hier das zweite Quartal und dort das 15. Quartal und sowieso. Das ist sicher ziemlich toll. Weiter geht's dann mit weiteren Erklärungen. Hier wurde einfach das Notebook ein bisschen näher angeguckt, was es denn sonst noch so auf sich hat. Aber uns interessiert natürlich hauptsächlich genau. Den Chip. Nee, das ist jetzt noch nicht die Benchmark, sondern das Toshiba-Modell wurde mit dem von Dell verglichen, das ein Rage Mobility 128er Chip drin hat. Das ist ja ungerecht. Und also wenn, dann sollten sie das wie es mit dem Radeon Mobility machen. Aber der Rage ist ja nur etwas ein alterer Hut. Ne? Du siehst ja auch die Taktrate von dem Chip. Das ist ja unfair. Okay, aber dafür ist der Grafikkartenspeicher bei der anderen Karte nicht höher. Der zählt nicht. Ja. Guck, der hat sogar auch 128 Bit. Das ist die Speicherbandbreite. Ja, also das ist schon klar. Aber auf jeden Fall wurde es mal verglichen, einfach was die beiden haben, bevor es dann natürlich zu den Benchmarks geht. Und hier haben wir das indizierte Spiel Q3A. Na gut, das kann ja auch die Engine sein, also direkt von dem. Genau, ja, auf jeden Fall die Engine mit 1024x768 TPIs. Dann haben wir hier bei zum Beispiel 16-Bit 29 Frames per Minute bei der Rage Mobility und bei der GeForce 2 Go dann 52, also eine. Du meinst per Second oder Minute, glaube ich, weniger. Habe ich per Mitte gesagt. Ja, das wäre schon eher Diashar, natürlich meine Sekunde. Und es ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, was sich hier alles noch so entwickelt. Und ich würde euch vorschlagen, geht auf mal rauf und guckt euch diesen Artikel an. Es gibt Mails, über die freue ich mich. Zum Beispiel zum Tonschmied. Ich war mal auf dem Button Camps und habe mir mal alles angeschaut. Da habe ich gesehen, dass euer Tonschmied nur am Grinsen ist. Ist das eigentlich normal? Ja. Ja. Das kann hier, glaube ich, jeder ohne Probleme bestätigen. Es ist völlig normal. Eine schwierige Aufgabenstellung, die ich immer gegeben habe, war mal: Schmiedi, erzähl doch mal einen Witz, über den du selbst nicht lachen musst. Ja? Und das ist unmöglich, weil
ihr müsst euch das so vorstellen, der Kerl, der lacht ja sogar schon, wenn er nur die Farbe weiß sieht, ja? Es ist eigentlich egal, was, das ist unglaublich. Wir hören dann immer hinten durch die Tür, hören wir nur ein Gelächter und ein Geschreie, ja. Egal was man macht, ja? Also, es ist normal, so viel zu dieser Frage. Und ich würde sagen, jetzt zocken wir einfach also ein bisschen weiter. Gegen die Grinse ist echt die Fratze von Joker. Ja, kennst du ja, Joker, Batman. Joker von so. Batman, ja. Ja. Das echt ist echt. Nichts. Aber ich will noch einen Kommentar vorlesen, bevor ja, du einsteigst, mach. Von Diablo Master. Who's a daddy? Let's dunk. Danke. Wow, da haben die EA-Jungs uns wieder eine fast schon geniale Basketball-Simulation programmiert. Ich fand schon immer NBA Rules FIFA sucks. Die Grafik ist wirklich super und die Dunks, yeah. Okay, Jungs, noch viel Spaß beim Spielen mit Kantenglättung. Dreckig lach. Wegen vorhin, weißt du? Ja, ich verstehe schon. Ich auch. War's das oder hast du noch einen? Die anderen sind alle eher so... Spamming. Spamming, genau. Cool. Auch schön. Ich würde sagen, wir zocken jetzt einfach ein bisschen Basketball. Bist du nochmal den Sound? Und zwar zocken wir jetzt 5 gegen 5, nicht mehr 1 gegen 1. Übrigens, viele von euch haben richtig angemerkt, dass ich fälschlicherweise nicht aus der Zone gegangen bin, nachdem ich einen Korb gemacht habe beim 1 gegen 1, was man natürlich macht. Habe ich nicht dran gedacht. Wollte ich dir auch sagen. Habe ich ja, auch nicht dran gedacht. Nee, ich habe nicht dran gedacht, zumal die Regeln etwas durcheinander sind. Ich meine, normalerweise kriegt man ja den Ball wieder, wenn man einen Korb gemacht hat. Ist ja auch nicht der Fall gewesen. Deshalb habe ich nicht gedacht, dass die so realistisch sind, die Streetball-Regeln. Habe nicht drauf geachtet. Naja, beim nächsten Mal. So. Zwei Teams kann man wählen. Zum einen die Pacers und die Lakers. Ich will ins Team von den Pacers. Wir müssen sagen, das ist jetzt die US-amerikanische Demo. Ich habe gehört, es sollen noch lokalisierte Versionen rauskommen. Sobald die dann draußen sind, werden wir die deutsche vermutlich auch, auch ja. zum Download anbieten. Aber für jetzt müsste die englische eigentlich reichen. Jeder Basketball-Freak sollte auch ein Jalen bisschen Rose, Englisch sehr können. Cool. Killer, Miller, O'Neal sind eigentlich alle... Großen dabei. Wo ist Larry Bird? Auch wenn die Pacers hier wesentlich schlechter im Rating abschneiden als die Lakers, logischerweise. Lakers haben ja die Playoffs gewonnen. Sind ja auch großer Favorit jetzt für die nächste Saison. Für die Zuschauer so krass. So, jetzt erstmal den Einmarsch. Das ist echt cool gemacht hier. So. Check. Es geht. Was geht? Ey, yo. Gib mir 5. Stop, brother. Check, check. Ja, leider ein Auswärtsspiel. Horace Grant. So. Und der Tip-Off. Sehr schön. Ich habe den Ball. Jalen Rose. So. Pass. Ich finde die Schuhe so krass. Die haben echt irgendwelche echten Schuhe da perfekt eingescannt. Und Foul noch gezogen. Sehr schön. Das gibt natürlich noch einen Freiwurf. Ich meine, die Schuhe, die sehen echt krass aus. Also. Ja, auch das Parkett, also wie die Typen sich da drin spiegeln. Einfach grafisch und animationstechnisch kannst du, glaube ich, den Leuten von EA nicht mehr viel vormachen. Ja. Okay. Ah, schwierig. Okay, auf Rookie ist es noch einfach. Wenn ihr auf All-Star spielt, ja, dann fing, 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 da fliegt der Ball. So. Ron Harper geht die Sache scheinbar locker an. Boah, jetzt fummeln die mal einmal unten rum. Ja, Stil. Oh, also auf Rookie ist das Spiel echt super billig. Und Shot Clock. Was? Das war doch kein Foul. Was denn los? Rick Fox. Alter Hase. Tja. Ja, das übliche. Ja, hey, Junge, der Ball fehlt. Das ist warm machen. Das ist wieder beim Nebenschlagen beim Golf. Und verdammt, 3-3. So, und Shaquille. Nee, Quatsch, ist ja gar nicht Shaquille, logischerweise. Zwei ein bisschen durcheinander. Was? Das spielt schon echt fett aus und wir müssen noch sagen, wir spielen es ja nur in 800 mal 600. Können wir ruhig noch 100 machen. 5 Punkte für Derek McKee. Hat alle Punkte bis jetzt gemacht. Das ist auch sehr cool gemacht. Der dribbelt erst langsam und wenn ein Gegenspieler kommt, fängt er dann langsam an so... Komm, hol dir den Ball, Junge. Oh, das war... Und? Ja gut, da hat die Defense etwas gepennt. Ah, nette Kameraeinstellung. Layup. So. Jalen Rose, der schießt jetzt einen Dreier, pass auf. In your face, baby. Okay. Bam! Mit Ansage. Guckst dir an, in your face. Swish. Sehr schön. Also das Spiel ist echt super. Ich freue mich echt auf die Vollversion.
Ich hoffe nur, dass die deutschen Kommentare um Michael Körner was taugen. Ich bin großer Fan von den US-Kommentaren, auch ein kleines Foul, aber macht nichts. So. Und, ne, ich will mal sagen. Das garantiert auch der echte US-Kommentator, tippe ich jetzt einfach mal, oder? Ja, ich nehme es mal an. Also in der deutschen Version ist es Michael Körner vom DSF. Sollte man den kennen, ja. Wenn man Basketball gelegentlich guckt, schon, ja. Und wieder ein Steal. Jalen Rose, Fast Break, Baby. Foul gezogen und gepunktet. Sehr schön. Auswechslung. Isaiah Ryder hat noch Slam Dunk Contest gewonnen. Ich weiß gar nicht, wann das war. Irgendwann in den 90ern, 80ern. Jetzt kann ich hier so einen Move machen. Warte mal. Okay. Wenn, natürlich nicht, wenn ich 3 Sekunden in der Zone stehe. Ach ja, das war wieder super. Wenn ihr jetzt auf den Geschmack gekommen seid da draußen, dann könnt ihr euch die Demo natürlich saugen. 55 Megabyte, kleines Foul. 55 Megabyte ist das Ganze groß. An dieser Stelle müssen wir leider auch schon aufhören. Regt sich ein bisschen auf. Damn it! Wenn ihr euch, wie gesagt, die Demo saugen wollt, 55 Megabyte auf unserem Download-Server. Ich kann es nur empfehlen, macht richtig Spaß und die Vollversion testen wir auch die nächsten Tage. Wenn wir sie dann bekommen, kommt Ende des Monats, wird nochmal richtig lustig. Der Gamesflash am 16. Februar. Michael Jordan auf eurem Monitor. Endlich geht es wieder um Slam-Dunks, 3-Punkte-Würfe und massenhaft Stimmung. Ihr könnt nämlich jetzt NBA 2001 Probe spielen. In der Demo des EA Sportspiels könnt ihr immer wieder ein Viertel des Spiels Indiana Pacers gegen LA Lakers spielen und den One-on-One-Modus mit Michael Jordan antesten. Wie in jedem Jahr wurden auch diesmal die Grafiken aufpoliert, die Steuerung überarbeitet und neue Features hinzugefügt. Die Vollversion des Spiels ist in den USA schon erhältlich. In einigen Wochen können wir auch die deutsche Version kaufen. Mit Vollgas den Berg hinab. Zur Schlittensimulation Ski-Doo X-Team Racing wurde jetzt eine erste spielbare Demo-Version veröffentlicht. Darin könnt ihr dann auf einer Strecke das Verhalten der motorbetriebenen Rennschlitten testen. In der Vollversion habt ihr natürlich mehrere Schlitten und Strecken zur Auswahl und könnt sogar Multiplayer-Rennen gegen menschliche Mitspieler bestreiten. Das ca. 13 MB große File bekommt ihr natürlich am bequemsten bei uns in der Download-Area. Basketball einmal anders. Nachdem unter dem Label EA Big bisher nur SSX Snowboarding erschien, folgt nun ein actiongeladener Basketballtitel. Unter dem Titel NBA Street wird es möglich sein, mit individuellen Basketballern auf Hinterhöfen gegeneinander anzutreten und in 5 Spielmodi verschiedene Goodies freizuspielen. Das Spiel ist eindeutig auf den Spaß ausgelegt. Wer Interesse an einer ernsthaften Simulation hat, sollte zum bald erscheinenden NBA Live 2001 greifen. Am 20. April wird NBA Street für die PlayStation 2 erscheinen und wir werden es dann ausführen. Natürlich testen. Außerdem Roger Wilco's Spyware, der Patch für Delta Force Land Warrior und Freeware, Freeware, Freeware. Das alles und mehr auf giga.de. So, ready to rumble, die zweite Runde. Jungs hat ausgewählt. So. Ja. Baby. Voll gut. Johnny. Mich hat noch den Mund voll, weil mir gerade das letzte Toffifee geklaut hat. Ja, hier lag charmant, eine, charmant. Eine halbleere Packung Toffifees lag hier noch rum. Ja, ein einziges war noch drin. Das hast du dir jetzt ganz schnell in den Mund geschoben. Mm. So. Johnny Blood und Boris the Beer. Knockimoff. 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 Boris. Das ist meine linke Backe gut im Bild. Eieiei. Aber ich muss sagen, der Eddie sieht irgendwie geil aus. Der sieht cool aus, ja. Trotzdem ordentlich einstecken, der Eddie, obwohl er so cool aussieht. Oh, jetzt schlägt er zu. Jetzt geht's rund. Ja, ja, komm, mach mich fertig. Mach mich fertig. Was ist das denn hier? Jetzt mach mal ein bisschen länger. So. Oh, Micha. Achso. Nein, das kann doch nicht sein. Wieso denn? Mann, ich hab dem doch voll die Packung gegeben. Du fette Sau. Pixel voll am Mund. Let the all sport begin. Was war das denn? Das ist dein Special Move, mit dem kannst du deinen Rumble aufladen. Ich möchte hier mal betonen, wie fair dieses Spiel ist. Der steht auf und ist schon wieder unten. Schmeckt's dir, Micha? Adrian! Super. Oh, er sieht schon wieder die Sterne. Ja, das Problem ist, wenn du dann erstmal unten lagst. Boah, wenn du ja erstmal unten lagst, dann siehst du ja oben ist dein Lebensmeter, naja, nicht mehr so ganz. Das ist natürlich super. Tja.
Ich glaube, ich weiß, wie die zweite Runde aussieht. I feel no pain. I feel no pain. Ja, ja, während der da singt, gibt's gleich mal eins auf die Backen, links und rechts. Oh. Na gut. Dann muss ich mich hier wehren. Da wehr dich, jetzt komm. Okay, okay, jetzt geht's los. Das kann so nicht angehen. Das da ist er mir voll den Lucky Punch. Was schon wieder? Oh, Ittchen. Und das Ganze ohne meinen Rumble-Mode zu aktivieren. Ich bin stolz auf mich. Sieger, du bist der Beste, Micha. Voll der Beste. Ittchen? Ja! Endlich wieder, endlich wieder! Das ist der Beweis. Du sollst nicht den Kameramann umlaufen. Das ist der Beweis, der arme Carsten. Wenn ich ab und zu mal häufiger so nicht gewählt worden wäre, dann hätte ich eine Chance gehabt, auch wieder diesen Monat den Arsch mit Ohren, stimmt mal, hat mich kennen können, den Arsch mit Ohren wieder in die Konsolenecke zu holen, bzw. da zu behalten. Aber... Es bleiben ja noch ein paar Tage übrig. Nee, ich glaube, es klappt nicht mehr. Mein Gott, du Waldschrat, du Suppenkasper. Komm, beleidigte Leberwurst. Wenn nur Spiele... Bist du angefressen? Wenn nur Spiele... Ach, angefressen. Natürlich bist du angefressen. Ich bin nicht angefressen. Der Eddie ist nie angefressen. Das ist ein guter Verlierer. Niemals. Eben. Ich niemals. Bin ein toller Verlierer. Verlieren macht mir Spaß. Klar. Und jetzt lächelt er wieder weinen. Und ihr drängt dann. Drängt dran. Bevor es bei uns mit Patches weitergeht, könnt ihr nämlich wieder was gewinnen, nämlich diesen Sidewinder Joystick. Das ist die Light-Version von dem Pro, ne? Von dem Precision Pro. Das ist ja der normale Precision. Kommt mir schon, aber ein bisschen normaler klein, Sidewinder. Ne? Na gut. Abgespackte Version. Wie gesagt, ein geschenkten Gaul guckt mir ja nicht ins Maul, deswegen immer schön klicken auf den Win-Button. So. Da stellen wir jetzt mal dahin. Danke. Und wir gehen jetzt zurück zu den Patches. Und zwar Siedler 4. Ihr habt natürlich da im Comments-Bereich eure Meinung da losgelassen, weil ja viele sagen, ist schon ärgerlich, dass der Patch zuerst rauskommt, bevor das Spiel auf dem Markt ist. Und da gucken wir doch mal. Der XY da, oder ob man es Süder sagt, wie sagt man zu diesem Namen? Süder. Süder. Ja. Oh, doch richtig. Hi Jörg und Roman, das Spiel ist nicht einmal, der meint wahrscheinlich, das Spiel ist nicht noch nicht einmal einen Tag draußen und da kommt schon ein Patch raus. Hat es das schon gegeben oder hat Bluebird einen Rekord aufgestellt? Und zwar ein Spiel, das am schnellsten einen Patch ins Internet gestellt. Also macht weiter so. Ich kann mich jetzt nicht ganz genau erinnern, ob es schon mal ein Spiel gab, aber es gab bestimmt schon mal ein Spiel. Also das ist bekannt, diese Situation, dass ein Patch eher rauskommt wie das Spiel selbst. Bei welchem Spiel war denn das? Ja, krasser wäre es natürlich, wenn dann nach ein paar Tagen ein Patch rauskommt, der um die 70 Megabyte groß ist. Das ist ja auch schon vorgekommen, ne? Street Pacer. Was? 70 Megabyte. Dieses Jurassic Park-Spiel da, dieses 3D-Ego-Shooter da. Street Pacer, kennst du nicht? Kommt ja sehr, sehr bekannt vor, aber ja, Thema. Jurassic Park. Guck mal, hatte 94 Megabyte der Patch. So, dann gucken wir mal weiter. Und zwar, was haben wir denn hier zum Beispiel? Siedler Flop. JJ998 hat geschrieben, das Spiel ist erst seit wenigen Tagen heraus und es gibt schon den ersten Patch. Was denkt sich Bluebird eigentlich? Ich finde es eine Frechheit, was die Spieleentwickler hier erlauben. Für was gibt es dann bitte einen Beta-Test? Das sage ich mir auch. Für was gibt es Beta-Tester und wie lange wird das ausgiebig getestet und dann? Ja, ich glaube, das ist sowieso so eine Sache, wo man sich den Beta-Testern ein bisschen ersparen kann. Ne? Ich meine, man macht das Spiel, testet es ein bisschen aus, ne? Naja, ich meine, das ist ja nur positiv. Patch, mit Patch verdienen die Leute dann auch ihr Geld, weil die Leute gehen dann auf die Seite und laden sich das ganze Zeug runter. Das ist natürlich schon auch eine Art Geldmache, nehme ich an, von den verschiedenen Anbietern. Und so auch Bluebyte, nehme ich an. Also stellst du uns hier, dass wir Geld machen, weil der Patch ist ja auf unserem Download-Server. Nee, also nee, bei uns natürlich nicht. Also, wir machen doch kein Geld. Ach, wir doch nicht, überhaupt nicht. Aber gut, die Meinung, also mit dem Beta-Testen, das lässt sich ja wirklich Fragen offen da. Weil was machen die wirklich, wenn dann die Fehler so viel da noch drin sind? Aber gucken wir, was der eine gesagt hat, dieser TX2000 mit Cheaten und Schummeln. Wie der Name schon sagt, ist Cheaten, Schummeln
egal für welches Spiel, bei Solospielen verdirbt man sich den Spaß. Man muss ja natürlich zugeben, Cheaten und Schummeln, ne? Ja, was also, machen wir da? Ich cheate nämlich gerne. Ich cheate nämlich wirklich gerne. Aber nicht jetzt so, sondern einfach nur zu sehen, was kommt als nächstes, weil ich einfach nicht die Zeit habe, mir da jetzt wochenlang das Spiel anzuschauen. Und das muss ich ehrlich gestehen, ja, dafür sind für mich die Cheats besser. Es ist so, dass man zu einem Punkt kommt, wo man einfach nicht mehr weiter weiß und dann irgendwie keinen Bock mehr hat, keine Motivation mehr. Und um dann doch noch das ganze Spiel zu sehen, nehme ich jetzt mal an, cheatet man dann halt. Also ich finde das eigentlich gar nicht mal so eine schlechte Sache, denn so kann man immerhin auch vielleicht mitreden mit den anderen Kollegen, was dann am Schluss passiert ist bei diesem Spiel. Ansonsten haben wir okay, das ist halt ein unfaires gesehen. Mittel, einfach mal einen Cheat zu nutzen. Ja, ja, ich habe das Spiel ja durchgezockt. Ja, du hast ja einen Cheat genommen. Das ist natürlich wirklich eine unfaire Art. Ja, man kann Art, trotzdem sagen, ne, also der Endboss hat eine Augenklappe. Stimmt, man kann sich nicht übers Ohr hauen lassen. Genau. Ne? Aber lassen wir jetzt mal die Cheats Cheats sein. Kommen wir zu unserem heißgeliebten Vote. Der hat zwar jetzt mit dem Cheats und Patches nichts zu tun, sondern was wünscht ihr euch im Help-Bereich als nächsten, in den nächsten Wochen als Thema? Und dann gucken wir mal als, auf das Ergebnis. So, da scrollt und scrollt die Prozentzahl. Wir hatten Auswahl Kopfhörertest, alte Computer, also Atari, Amiga und so weiter, Virtual Reality, Spieleklassiker, Spielelösung oder andere. Und mit 31% wollt ihr alte Computer. Das werden wir natürlich machen. Wir werden in den nächsten Tagen uns den Hintern aufreiben und werden überall fragen, wo wir Atari und wo wir Amiga-Computer herbekommen, werden die hier hinstellen und werden die richtig mal wieder so die zum Vorschein Zeiten lassen. Aufleben lassen. Genau. Aber was? Kopfhörertest? Bleibt dran, das ist ganz wichtig. Demonstrationszwecken habe ich meine heimische Küche geplündert und habe diese 4 tollen Holzschneidebrettchen eingepackt. Wir machen nämlich jetzt ein kleines Rätselraten und dafür brauche ich erstmal meinen Games-Assistenten Mischa. Kommst du mal her? Komm. Wir werden jetzt ein kleines Spielchen machen und ihr müsst erraten, was dieses Spielchen auf sich hat oder was dieses Spielchen überhaupt ist. So, Baby. Dann fangen wir an. Such dir was aus. Such dir was aus. Dein. Okay. Schneller. Dein. Da drauf. Das Spiel gefällt mir. Weiter, weiter. Dahin. Schnell, schnell. Da drauf. Ah. Nein, da drauf. Da drauf. Da drauf. Und das auch da drauf. Schwuppsdiwupps. Tetris. Hey. Dankeschön, du darfst jetzt wieder gehen. Hast gut gemacht. Danke. Komm. Ich will Geld. Nix, gibt kein Geld. Kriegst hier genug Geld bei Giga. So, wir fangen jetzt mit Tetris an. Okay. Das ist nämlich eine ganz tolle Variante von Tetris. Die haben nämlich keine langweiligen Blöcke, sondern Frösche, würde ich mal sagen, sind das. Die lasse ich jetzt hier einfach runterfallen. Komm, zack. Ist hier keine schöne Musik dabei, ich höre gar nichts. Oh, jetzt kommt das Ei, das ist ganz tückisch. Da weiß man nämlich vorher nie, welcher Frosch sich darin versteckt. Ob das ein grauer, grüner oder roter ist, keine Ahnung. Oh, daneben. Egal. Tack, tack. Ich glaube, ich schaffe es nicht mal, eine komplette Reihe zusammenzubekommen. Zeit ist leider zu kurz, aber ihr könnt das natürlich auch gern zu Hause nachspielen. Den Artikel findet ihr auf giga.de im Free and Fun-Bereich. Und auch den Download-Link dazu. Komm. Schlüpft doch mal aus dem Ei. Also aus dem Ei schlüpfen auch diese Frösche raus. Aber man kann es leider nicht mehr sehen. Das dauert leider zu lang. Zack. Komm. Ihr wisst, was jetzt kommt, denn gleich um 0 Uhr gibt es wieder Heartbeat und ich bin mal wieder total gespannt auf die Themen. Und jetzt sage ich Hallo Kerstin, Hallo Hannover. Kerstin. Hallo Düsseldorf. Ah. Ja, hallo. Das hört sich ja wieder an wie beim ZDF. Hallo? Das war ja süß eben, dieses Tetris-Spiel. Das ist echt süß. Du kannst auch mit den Jungs da machen, was du willst. Ne? Ja, klar. Das finde ich richtig klasse. Hör mal, ich habe gehört, eine Freundin von dir hat ein Problem, ne? Ja. Die hat irgendwie einen Flirt verloren. Genau, sie war, ich glaube, vor 2 Wochen im Supermarkt und hat einen super süßen Typen gesehen. Und das war, glaube ich, freitags und darauf die Woche und hat auch mit ihm ein bisschen geflirtet. Ich glaube, beim Zahnbürstenregal ist es passiert oder so, haben wir ein bisschen geflirtet. Und dann ist sie darauf die Woche, Freitag, zur selben Uhrzeit wieder hingelaufen, da war er leider nicht da. Und sie findet ihn leider nicht mehr. Das ist gar kein Problem, aber das passt wie Arsch auf einmal zu unseren heutigen Gästen. Wir haben nämlich Jens und Tino zu Gast heute und die stellen die Seite verloren auf flirt.de
www.flirtflirt.de vor. Da kann man jeden Flirt, den man in Deutschland, der Schweiz oder Österreich getroffen und wieder verloren hat, finden. Also sollte deine Freundin ganz, ganz gut aufpassen nachher, denn sie findet ihren Flirt garantiert wieder. Okay, dann würde ich dir gleich direkt mal Bescheid sagen. Dann schaut jetzt bestimmt auch gleich Heartbeat ein. Viel Spaß euch in Hannover. Okay, prima. Ciao. Ja, schönes Wochenende. Ja, tschüss. Und euch auch ganz viel Spaß. Ihr müsst unbedingt dranbleiben, denn das hört sich wirklich spannend an. Wir haben gerade festgestellt, dass unser Thema am Montag keine Altersbeschränkung hat. Mein Gott, war extrem wichtig. Diese brutalen Surfer. Nein, ich wollte euch noch mal kurz zeigen, dass wir ja viel, viel mehr auf giga.de haben. Besonders in unserem Bereich, im Konsolenbereich. Ich habe euch heute zum Beispiel einen Artikel geschrieben zu NBA Streets. Da gibt es einige neue Screenshots, die ich heute für euch besorgt habe. Die gibt es natürlich auch auf dem Download-Server. Könnt ihr euch die runterladen. Dann hat der Michael noch was sehr, sehr Interessantes geschrieben. Nicht nur der Michael. Zu powerplay.de, sondern auch zum Preis für die Xbox. Also auf jeden Fall nochmal draufschauen, bevor wir jetzt unseren Klassiker anspielen werden. Der Carsten hat mich nur Angst, einen auf die Mütze zu kriegen. Deswegen hat er sich jetzt noch ein bisschen hingezogen, die ganze Geschichte. Wollen wir nicht noch über irgendwas reden? Also nein, das machen wir nachher. Ich will dir jetzt einen auf die Mütze hauen. Was spielen wir denn überhaupt? Rat mal. Vielleicht Street Fighter 3 oder 2? 2 würde ich sagen. Ich würde sagen auch 2. Und vor allem nicht die Turbo Edition, nein, die ganze Oldschool-Variante. Einfach nur Street Fighter 2. Ich leg schon mal die Füße hoch. Gebt uns bitte diesen fantastischen Bildschirm mit der unglaublichen, hochauflösenden Grafik. Super VGA-Grafik. So, wen nehme ich denn überhaupt? Ja, also ich muss ja sagen, Ryu ist ja dann doch mein Favorit, definitiv. Du spielst ihn schon ziemlich gut. Ich schwanke noch zwischen Dalsim oder zwischen Zangief. Zangief. Nein, Blanka nehme ich nicht. Ignoriere einfach die Nichtwisser aus dem Hintergrund. Wo spielen wir denn? Ja, machen wir 3. Okay. Und wo wollen wir spielen? Ist mir wurscht. Komm, spielen wir mal India. Dalsim Stage. Okay, voll krass konkret. Kriegst du auch noch auf die Glocke von mir. Dann Kadung. Hast du erste Glocke gekriegt? Du mir mit deinen. Kriegst du zweite Glocke? Komm doch ran, trau dich doch. Trau dich doch nicht. Komm doch. Komm ich doch gerne. Verdammt. Kadungen. Boah, ich bin so gut in dem Spiel. Echt drauf. Da bin ich ganz elegant an dir vorbeigeflogen. Scheibengleister. Ansonsten hätte ich dich perfekt gemacht. Guck mal jetzt. Nein, verdammt, wie hast du das gemacht? Habe ich voll tolle Fehlleistung von dir. Du hattest mir gut in der Ecke, würde ich sagen. Nicht wahr? Hä? Ich bin doch extra drüber gesprungen. Ja, du hättest nicht hoch, sondern drüber springen müssen. Verdammt. Ryu wins. Das erste, aber nicht das letzte Mal. Aber dieses Spiel habe ich ja nicht nur auf dem Super NES gespielt. Sondern? Auch auf dem Amiga. Cool. Ich habe neulich nachts mit dem Jörg gesessen und wir haben alte Amiga-Spiele gespielt. Das war richtig klasse. So Spiele wie Shufflepuck-Café. Kennst du das noch? Shufflepuck-Café? Du machst ja voll die miesen Moves, Michael. Ach, überhaupt nicht. Unfair. Ich wollte ihn nochmal perfekt fertig machen. Ich glaube, das war ein Perfekt. Verdammt. So, okay, nachdem ich jetzt das gemacht habe, was mir auf dem Herzen lag, kann ich ja nochmal das machen, was ich auch noch machen sollte. Was wolltest du denn noch machen? Wir wollen noch weiterspielen, noch, oder nicht? Ja, das können wir auch noch machen. Aber irgendwie dein pinkfarbenes Hemd, was du ja jeden Freitag anhast, was vielleicht viele von euch nicht wissen, dass immer, wenn es Freitag ist, der Carsten sein pinkfarbenes Hemd anhat, hat mich auf die Idee gebracht, dass wir hier eine neue Rubrik eröffnen. Und zwar jeden Freitag gibt es eine Partie Pinky and the Brain. Wow, alle gelacht. Ich finde ihn gut. Jetzt musst du sagen, jetzt musst du fragen. Und was machen wir morgen, beziehungsweise nächste Woche, Brain? Dasselbe, was wir jede Woche machen, Pinky. Die Welt erobern. Nein, er sagt immer, wir werden die Weltherrschaft an uns reißen. Ist doch scheißegal. Okay, jetzt spielen wir noch eine Partie, oder? Ich nehme mal Dalsim. Der hat diese super langen Beine und super langen Arme. Na gut, dann lass uns mal in Staaten spielen. Das war doch auf dem Flugplatz da, ne, oder? Da gibt's ja. Ich glaube schon, ja, kann sein. Ich glaube, das war auf dieser. Nee. Das war Las Vegas, aber es gibt auch. Diese Airbase, ne? Genau. So, dann mit der Scheiße auf. Möchtest du jetzt auch mal gewinnen? Toll, so lange Beine zu haben. Machen zwar nicht viel Schaden, aber... Ich meine, ich kann jetzt auch so diese klassische Assi-Variante nehmen. Und ich einfach so auf Distanz halten. Hey, Moment mal. Nein! Das ist mein Depp.
Ja, super, das kannst du perfekt, wenn der Bodenliege noch einen hinterher schicken. Ne? Ja, das ist halt die Geschichte mit dem Timing. Ne? Wenn du da einigermaßen vernünftiges Timing raus hast, dann konntest du damit eigentlich so ziemlich jeden am Boden halten. Da kam der ja nicht mehr hoch. Ich muss ja dazu sagen, dass du mir den ganzen Nachmittag schon geübt hast. Du bist ein... ist okay. Muss ich ja jetzt dazu sagen. Ja, den ganzen Nachmittag. Ich hab ja sonst nichts zu tun. Ich weiß doch eh, was du machen willst. Du willst ja wieder eins von deinen dummen Bällen um die... Kannst du denn nichts anderes als irgendwie dein hohes Bein? Komm schon, mach. Bitteschön. Ist aber toll, dieses hohe Bein, oder? Wieder erwischt. Ah, der ist aber auch blöd im Nahkampf, der Typ. Echt. Mann, was macht der denn, der Kerl? Nein. Nein. Carsten, das üben wir nochmal, ne? Was, wo kommen denn die Vögelchen da jetzt her? Die kommen aus den Hüten von den Damen. Aus den Hüten von... Ah, das sind Tauben. Ja, das sind so Games Ladies. Siehst du das nicht? Die waren damals schon sehr bekannt. Ja, damals musste man echt noch darauf achten, was das jetzt für Tiere sind. Man konnte da so wenig erkennen immer. Ja, stimmt. Das können auch kleine weiße Hermeline gewesen sein, die durch die was Luft geflogen Was spielen wir nächste Woche für ein Klassiker? Weiß ich nicht. Ich meine, wir entscheiden das ja eigentlich relativ spontan. Generell werde ich ja dazu neigen, dieses Spiel... Was mir jetzt von einem netten Kameramann bestimmt gleich eingefangen wird, dieses Spiel zu spielen. Aber das kann man ja nicht zu zweit spielen, leider. Schauen wir mal, was wir nächste Woche machen, Michael. Auf jeden Fall war es das hier. Dasselbe, was wir jede Woche machen, Pinky. Und zwar die Weltherrschaft an uns reißen. So, bevor ich euch ins Wochenende verlasse, sage ich euch natürlich noch, was euch nächste Woche für Themen erwarten. Und zwar im PC-Bereich am Montag werden wir natürlich nochmal Siedler 4 ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Des Weiteren Theme Park Manager, also strategielastig geht es zu im PC-Bereich am Montag. Bei den Consoleros gibt es Surfing H3-0. Ein Surfspiel, keine Ahnung, was es damit auf sich hat, für die PlayStation 2. Im Help-Bereich gibt es Cheats zu Oni und ein Patch für Swedish Touring Cars. Beim Free and Fun-Bereich gibt es ein sehr schönes Thema. Und zwar heißt das Mr. Tampon. Ich weiß nicht, ob es da blutig zugeht oder nicht. Auf jeden Fall wird das sicherlich lustig. Und jetzt geht es erstmal weiter mit Heartbeat und verlorenen Flirts. Wenn ihr irgendwann mal jemanden kennengelernt habt und wiederfinden wollt, dann ist solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben. Das ist jetzt nämlich die Möglichkeit, dass ihr vielleicht die Chance habt, diese Person irgendwann mal wieder zu sehen. Jetzt bei Heartbeat und Kerstin, verlorene Flirts. Ja, das waren die Themen. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Und am Montag geht es wieder los mit Giga Games um 22 Uhr. Intelligence.